und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder live auf Twitch mit Sims 4 und unserer Unterschied im Stammbaum-Challenge. Wir sind ja in Generation 4 und werden bald in Generation 5 übergehen. Wir freuen uns darüber schon sehr und wir werden jetzt wieder die Begrüßungsrunde durchgehen. Das heißt, ich habe eure Kommentare schon offen, wie ihr hier in der Seite seht, die von letzter Woche Samstag und letzte Woche Sonntag. Wir gehen die ja immer samstags beide Tage durch sozusagen. Vanessa, willkommen. Und ihr werdet an der Seite hier auch schon ganz lieb von den Zuschauern begrüßt, die gerade live auf Twitch dabei sind. Weil ich habe dir schon gemerkt, ich habe den Bereich hier so ein bisschen größer gemacht und auch die Chatfarbe sowie die Schriftart nochmal geändert. In der Hoffnung, dass ihr es ein bisschen besser lesen könnt und das für euch auch, wie gesagt, einfach ein bisschen einfacher ist zu lesen. Weil das war ein bisschen klein gewesen und ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen angenehmer ist zu lesen. Von den Farben bin ich noch nicht so ganz sicher, weil so ein paar Nicknamen kann man nicht so gut lesen. Die grünen zumindest nicht, aber das Problem werden wir, glaube ich, immer haben. Ja, das Problem werden wir wahrscheinlich immer haben. Und wir gehen jetzt mal die Hallos von YouTube durch. Ihr seid so lieb, ne? Ich finde es so schön. Ich liebe das. Das müssen wir immer so machen, einfach jetzt ab sofort, ne? Wisst ihr ja schon, okay. Gut. Wir haben einmal, also das ist jetzt das Video von letzter Woche Samstag. Timea hat geschrieben, hallo Twitch, ich liebe deine Videos. Dankeschön, schön, dass du die Videos schaust. Und Jessica, hallöchen, das gleiche an dich. Dankeschön, dass du meine Videos schaust. Jessica und hallöchen, hallöchen. Guck, der sagt sie nämlich hallöchen. Dann haben wir Gaming Stars Devil schreibt, hallöchen Twitch und Sandri natürlich auch. Ich schaffe es leider nicht immer in den Stream, aber ich schaue immer auf YouTube deine Streams nach. Deine Let's Plays auf dem anderen Kanal sind auch mega toll. Bleib so, wie du bist. Bleib so, wie du bist, denn so bist du toll. Viel Spaß beim Stream auf Twitch. Dankeschön, das ist ganz lieb. Hier schreibt Andrea noch, hallöchen, schön euch zu sehen. Ja, hallöchen, Andrea. Und Sarah schreibt, hallöchen, Twitch, beste YouTuberin ever. Stop it! Mach's meinen Tag einfach tausendmal schöner. Danke dafür, Sarah, danke für deine süßen Worte, ne? Aber stop it. Aber danke, aber stop it. Wird so süß sein, ne? Hallöchen, tolles Video. Hallo Twitch, hallöchen, Tinkerfee. Und hallöchen, Melanie. Hallöchen, Steffi. Hab viel Spaß beim Stream. Und Sandra, es gibt mehr Packs, die gut sind. Was meinst du? Es gibt mehr Packs, die gut sind. Ich verstehe es nicht, aber ich liebe es. Nee, ich verstehe es nicht. Also, ja, ich habe ja eine ganze Liste mit Packs, die ich gern mag. Also, ich habe zum Beispiel das 4-Jahreszeiten-Pack, ist eins meiner Must-Have-Packs. Ich finde das Zusammenwachsen-Pack sehr, sehr schön. Oh ja, perfekt, Ace. Ich finde das Highschool-Pack ganz toll. Das Landhausleben-Pack finde ich schön. Traumhaft, das InDesign hat sehr schöne Möbel. Wüstenoase ist ein süßes Set. Also ich weiß, hab ja alle. Find schon ein paar Packs ganz toll. Ja, doch, ne? Doch, doch. Andrea schreibt, hallo Twitch, finde dich von allen Sim-Streamern, die ich kenne, am besten. Das ist ganz lieb von dir. Vielen Dank. Vielleicht schaffe ich es nächstes Wochenende auch bei Twitch dabei zu sein. Dann wäre ich quasi durch den Kommentar doppelt da. Und Andrea, bist du da? Hallo? Entschuldigung, ich wollte nicht so schreien. Dann die Silke schreibt, hallo Twitch. Sternchen schreibt, hallo Twitch, ihr Süßen. Und Alexa schreibt, hallo Twitch, ich liebe die Videos von dir und finde es schön, wie du immer sagst, wir sind eine Community. Das stimmt einfach 100%, 1000%, ja, das stimmt. Egal ob Twitch oder YouTube, wir gehören alle in eine Community, meine Lieben. Ja. Und Matschli, hallöchen, alle eins. Wir sind eins. Wir sind eins. Ich will euch keine Angst machen, ne? Aber wir sind eins. Ich will euch keine Angst machen. Oh, ihr habt es verstanden, Mann. Da ist er, diesem Dreher. Perfekt. Und Niki, hallöchen, schön, dass du da bist. Mir geht's gut, wie geht's dir? Alles Roger? Und Adeko, hallöchen. Wir sind eins, ja. Wir drehen uns im Kreis. Absolut. Und Jelena, hallöchen. Avocado, was ist denn los mit dir? Alles okay? Ich habe keine Ahnung, Rika ist gruselig. Und Jelena, hallöchen. Und dir, hallöchen. Ey, fast bist mir durchgerutscht. Okay. Na, das kenne ich. Ein Baby, das sehr müde ist und nicht schlafen möchte. Den Entwicklern ist hier doch sehr viel Realismus gelungen. Absolut, oder? Das ist so, so schön, finde ich. Das finde ich so schön, dass die Kinder eben auch anstrengend sind, Andri. Fühle ich voll. Also, ich habe die Nichte, die kleine Maus, die manchmal auch nicht schlafen will. Das ist schon lustig, ey. Circle of Life, ja. Nächte sind etwas hart, aber ansonsten alles gut. Das glaube ich dir, Niki, das glaube ich dir. Ach, Mann, ey. Ich finde es toll, dass wir uns begrüßen, oder? Finde ich auch.
Dann schreibt Villa Kunderbild, hallo Twitchies. Oh, das ist ja süß, ein süßer Spitzname. Hallo Twitchies, immer wenn ich das Video richtig, wenn das Video richtig anfängt, ist mein Futter aufgegessen, aber nicht so schlimm. Ich habe am Ende trotzdem ein tolles Video gesehen und was mir fehlt, sind die Sim-Stories. So wie bei der Disney Legacy Challenge, ja, oder bei der Weihnachtsgeschichte, gibt's im Format noch bei dir. Hiermit liebe Grüße, wir lesen uns bestimmt irgendwo. Das Problem, Villa Kunderbund, ist die Zeit einfach. Es steckt so viel Arbeit an diesen Generationszusammenfassungen und ich krieg's einfach zeitlich nicht hin. Also, ich weiß, es hört sich immer so an, als würden Content Creator ja eh nur ein bisschen streamen und ein bisschen Videos machen, aber da steckt echt extrem viel dahinter. Es ist ja nicht nur streamen und nicht nur Videos aufnehmen. Ich muss halt noch so viel andere Sachen machen, was mit meinem Job zu tun hat und mir fehlt einfach die Zeit, diese Zusammenfassungsvideos zu machen. Ich mache sie super gerne, aber aktuell schaffe ich es gerade so bei den Let's Plays tatsächlich. Ich krieg's gerade nicht hin. Ich habe bei der ersten Generation noch mitgeschrieben und dachte, ich mache das, aber ich merke einfach, dass mir die Zeit nicht reicht. Und wenn ich das mache, will ich es halt gut machen. Und da reicht mir einfach die Zeit momentan nicht. Seid mir da nicht böse, aber ich krieg's nicht gebacken. Vielleicht, wenn wir, also vielleicht versuche ich es bei dem nächsten Challenge wieder, wenn wir eine nächste Generation Challenge anfangen, die vielleicht ein bisschen kleiner ist. Avocado, ich glaube, du brauchst mal eine Pause jetzt. Also, wenn du sagst, kannst du jetzt anfangen. Wir sind mitten im Stream. Wir sind schon mittendrin. Natürlich spiele ich gerade noch kein Sims. Aber wenn dich das nervt, dann musst du ein Video von mir schauen. Da geht's direkt los. Geh auf YouTube und schau ein Video, wenn es dich nervt. Also, sorry. Ich fühle mich jetzt gestresst. Das geht jetzt schon seit einer Dreiviertelstunde so. Ich glaube schon länger. Seit einer Stunde. Finnekin, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und viel Spaß beim Gassi gehen. Mach's gut. Ja, das ist gut, Body Beauty. Also wie gesagt, vielleicht kriege ich das bei der nächsten Challenge mal hin. Jetzt aktuell ist einfach zu viel, ne? Und Joyce, Hallöchen. Okay, dann haben wir, Lena schreibt, Hallöchen. Ich mag dich auf YouTube, ich mag dich auch, Sven, Hallöchen. Und Simskia, Hallöchen. Oh, bist du eine Saskia, Simskia? Maybe, ne? Und Sonntagskind an einem Samstag. Hallo Twitch, bezüglich Babymachen. Kann man nicht Babymachen drücken? Aber dann Verhütungsmittel benutzen oder die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit auf Null setzen, einfach um das Bestreben erfüllen zu können. Ja, irgendwie, so ein habe ich die Option Baby machen nicht mehr. Das müsste mit dem MC Command Center weggegangen sein, weil ich beim MC Command Center eingestellt habe, dass auch Techtelmechtel schon zu einem Baby führen, glaube ich. Deswegen habe ich, meine ich, die Option nicht mehr. Anu, Hallöchen. Den geht's, glaube ich, nicht. Nee, ich lasse mich nicht stressen, aber ich habe jetzt ja auch die ganze Zeit extra nichts gesagt, weil die Ace da immer geschrieben hat, aber jetzt war es zu viel. Mhm. Secret Woman, Hallöchen. Halloween-Story mit Keller. Ja, kriegen wir hin. Das bin ich! Ach was, Akimikano! Da heißt sie ja mal ganz anders. Aber die 82 ist gleich. Aber du, ich glaube, dass es nicht geht, weil ich beim MC Command Center das umgestellt habe. Wie schön, dass du das Video nachgeschaut hast. Und Annalena schreibt, Hallöchen Twitch. Vielleicht wäre es auch mal eine Idee, den die Verkaufswand für Bilder aus dem Großstadtleben zu holen. Dann könnte sie darüber die Bilder auch zu Hause verkaufen und immer noch über spielinterne Inhalte. Das ist die graue Wand, die auch immer im Flohmarkt steht. Ist das, glaube ich, die? Oh Mann, ey. Du hast echt lang durchgehalten. Aber jetzt reicht's dann auch, ey. Das ist eine coole Idee. Könnt ihr mich da gleich dran erinnern? Weil wenn ich gleich im Spiel bin, habe ich es vergessen. Könnt ihr mich gleich erinnern, ihr Lieben? Die Verkaufswand aus Großstadtleben, okay? Ich weiß gar nicht. Aber wir gucken uns die an. Annalena, danke schön. So, und dann gehen wir auf den Sonntag noch. Mantira, Hallöchen, willkommen. Da schreibt Silke, Hallöchen. Twitch, hallo Silke, hallo Sarah. Machst meinen Tag einfach tausendmal besser. Dann. Schön. Antje schreibt, Gell ist so ziemlich 1:1 dasselbe. Oder der, Gell? So, oder der Spielbogen, ach so, ja, der Spielbogen, ja. Der Spielbogen in Sims auch von Fisher-Price ist. Im Stream am Samstag war ich zu der Zeit im Lurk gewesen, konnte nicht antworten. Jedenfalls sind die Bögen echt super, kann ich deiner Schwester empfehlen. Sie hat so einen, ja, sie hat auch so einen. Finde ich ziemlich cool. Aber der sieht anders aus als der, den du gezeigt hast. Deswegen, deiner hat sofort dazu gepasst irgendwie. Lena schreibt Hallöchen Twitch und Sternchen schreibt wieder Hallöchen. Hallo Sternchen. Und Selina Hallöchen. Und Lena Hallöchen. Und Traumwolkenkatze Hallöchen. Vielen Dank für deine liebe Nachricht. Dankeschön.
Und Sven, Hallöchen. Und Simsele, Hallöchen. Und, ah, da ist es geschrieben. Mensch, gucke mal. Ja. Schaffe es aktuell leider nicht so oft live dabei zu sein. Zum Glück kann ich hier auf dem Laufenden bleiben. Danke dafür, liebe Sandra. Ja, ich danke dir, dass du die Streams schaust, weil das supportet mich ja auch voll. Also, vielen Dank, ne? Also, Leute, nicht nur Twitch, wenn ihr auf Twitch schaut, supportet mich das, sondern natürlich auch auf YouTube. Wenn ihr die Streams auf YouTube nachschaut, davon bekomme ich ja natürlich dann wieder Werbeeinnahmen über YouTube. Das heißt, damit verdiene ich auch ein bisschen Geld. Nicht viel, aber das supportet mich auch unglaublich, weil ihr auch oft schreibt, von wegen, dass ihr es blöd findet, dass ihr nicht irgendwie zappen könnt oder sowas. Aber das supportet mich ja auch, dass ihr hier seid, dass ihr auch die Streams schaut und so. Also macht euch da bitte nie einen Stress. Und es freut mich immer mega zu sehen, wie viele auch sich die Streams im Nachhinein anschauen. Also das bedeutet mir sehr viel und ich bin da sehr happy drüber. Also vielen Dank auch an alle, die einfach nachträglich noch meine Videos auf YouTube schauen. Vielen, vielen Dank. Das ist super schön. Und Melanie, Hallöchen. Juna, Hallöchen. Wenn Nadja auf dem Töpfchen ist, kann Ben zuschauen und lernen, das Töpfchen aufs Töpfchen zu gehen. Nein. Der kann zugucken und dabei lernen? Ich ja gar nicht. Ist schon schön, ist schon schön. Delia, Hallöchen. Ah, verstehe, Akemikado, verstehe. Krass. Anfang 2000, ey. Ja, das denke ich mir dann auch, Melanie, weißt du? Ja. Und Ostersocke sagt Hallöchen. Und bald ist Ostern. Und Sarah Kuh, Hallöchen. Heute mal wieder bei YouTube. Okay. Und Tinkerfee schreibt noch, danke für deine Let's Plays. Wenn du nicht live bist, dabei zu sein, dann danke für deine Mühe. Ja, ich freue mich, wie gesagt, dass ihr die nachschaut. Also vielen, vielen Dank. Hab mich sehr gefreut. Grüße gehen an euch alle raus auf YouTube. Auch nochmal von mir. Schön war's. Und ich würde sagen, dass wir jetzt direkt ins Gameplay übergehen, meine Lieben. Und einfach rein starten. Muss ich nur aufpassen, dass ich mein Kabel nicht rausziehe. Ach. Miss Dini, Hallöchen! Also tatsächlich ist es so, Natalia, dass es, wenn es jetzt wirklich darum geht, zu wissen, von was ich mehr Geld verdiene, ist es, wenn du die Streams auf YouTube nachschaust. Der Nachteil ist halt aber, dass die Streams nicht immer sofort auf YouTube erscheinen. Ich muss immer 24 Stunden warten, bevor ich den Inhalt auf YouTube teilen kann. Das heißt, der Part von Samstag kommt meistens montags und der von sonntags meistens dienstags. Wenn ihr natürlich so lange warten könnt, würde ich mich immer freuen, wenn ihr auf YouTube nachschaut. Aber wenn ihr natürlich nicht warten wollt, bis die Parts dann auf YouTube erscheinen, könnt ihr sie natürlich auch immer auf Twitch nachschauen. Also ihr macht es so, wie es für euch passt. Ja. Und Depsi, Hallöchen. Und Miss Dini, habe ich gesagt, ne? Egal. Egal. Ja, verstehe, Akemikano. Das ist natürlich gut, dass du das dann auch nachempfinden kannst. Ich verpasse oft die Streams unter der Woche und da schaue ich gerne am Abend oder so nach. Das kann ich verstehen, Sina. Einfach, wenn man dann Zeit hat, ne? Ich habe es nur durch den Schichtdienst so selten, verstehe ich. Ja. Und Waffinelli, Hallöchen. Oh, mach mal, Nibo, viel Erfolg. Verkaufsstoff von Großstadtleben, das ist, was wir tun wollen. So, ich mach mal den Sound noch an und dann geht's directly los. Ey. Oh. Mann. Ey. Ja, komm mit. Ach, wir haben... Oh, wir haben ja schon tot. Oh mein Gott. Oh. Was ist denn da passiert? Also, ich meine ja nur, wir haben da ein Pärchen einziehen lassen. Okay. Die waren fleißig, das... Ey. Der Teenager hat keine Haare mehr, glaube ich. Nee, wir haben dem tatsächlich eine Kurzhaarfrisur gegeben. So eine raspelkurze Haare. Sims Girl, Hallöchen! Willkommen zurück! Ich glaube, es war schön. Nein, die waren das alles mal Übernachtungsgäste, die da eingezogen sind. Oh, shit. Wusste ich nicht, sorry. Nee, alles gut. Sieht halt oft auf den ersten Blick so aus, aber wir haben uns bei ihm tatsächlich für eine Kurzhaarfrisur entschieden. Ja, Michi, da müssen wir jetzt mal gucken, du. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen.
Also, ich weiß gar nicht, was war denn der Plan, Leute? Hatten wir einen Plan? Also, ihr wollt auf jeden Fall die Verkaufswand platzieren. Hatten wir sonst einen Plan? Die beiden Kleinen. Okay, ich mach mal die Musik wieder, ne? A little bit entspannter. Okay. Okay. Also ich weiß gar nicht, was auf der Agenda steht, wenn ich ehrlich bin. Also wir wollten jetzt erstmal die Verkaufswand von dem Pack checken. Ja? Sollten wir das hier platzieren oder sollten wir das... Danke für die ganzen Gesundheitswünsche, ihr Lieben. Sollten wir das hier platzieren oder sollten wir das in dem Verkaufsraum platzieren? Ach schön, Sims Girl. Das hört sich gut an. Danke für die Gesundheitswünsche. Der Plan war, dass wir keinen Plan haben. Doch, doch. Verkaufsraum? Eine Zusammenfassung. Ja, also. Unsere liebe Ocean hat in ihrem Leben irgendwie es nicht geschafft, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Sie hatte sich vor kurzem mit jemandem gedatet. Sie hatte irgendwie das Gefühl, dass sie in ihrem Leben etwas verpasst hat und hat sich auf die Suche nach jemandem gemacht, hat jemanden kennengelernt. Doch dieser Mann entpuppte sich leider als ein großer Schwindler. Sie hat ihm ihr Herz geschenkt und es war alles sehr locker, aber trotzdem hat sie ihn gerne gemocht. Und dann hat sich aber rausgestellt, dass er verheiratet war und hat trotzdem mit ihr geschlafen. Das hat sie sehr verletzt und Ocean hat sich daraufhin jetzt nochmal entschieden, keinen Partner zu haben. Sie hat so auch schon wenig Kontakt mit Menschen gehabt, die für sie körperlich interessant waren oder auch beziehungstechnisch interessant waren. Sie konnte sich einfach nie wirklich für jemanden festlegen. Das heißt, wir haben für sie keinen Partner und das steht auch so in den Challenge-Regeln. Ocean wird niemals heiraten. Das heißt aber nicht, dass sie Romanzen haben darf. Also sie darf gerne... Also das heißt nicht, dass sie keine Romanzen haben darf. Sie darf sich gerne mit jemandem daten. Sie darf auch jemanden kennenlernen oder. Allerdings darf sie keine feste Beziehung eingehen beziehungsweise jemanden heiraten. So. Sie hat sich kurzerhand entschieden, das Thema Adoption aufzugreifen, denn sie hat vor Monaten und Jahren immer wieder Kinder bei sich aufgenommen. Pflegekinder hat sie versucht, in Familien zu vermitteln, damit sie ein schönes Zuhause bekommen. Das hat immer sehr gut geklappt. Das war auch für sie sehr, sehr schön gewesen. Und jetzt ist es eben so, dass sie sich entschieden hat, sie möchte gerne eine eigene Familie haben und hat sich eben für Adoption entschieden. Und als erstes, also unser erstes Familienmitglied in der Familie war ein Baby. Also sie haben ein Baby adoptiert. Das war der kleine Ben. Setz die mal ein bisschen hin. Das war der kleine Ben. Er ist als erstes in unsere Familie bekommen. Auch wenn er der kleinste ist, ist er sozusagen das erstadoptierte Kind und somit unsere nächste Generation auch. Ich erzähle euch gleich zu ihm noch ein bisschen mehr. Als zweites haben wir Nadja in die Familie geholt. Nadja ist ein Mädchen, also ein Toddler, meine ich. Und sie ist jetzt auch bei uns in der Familie. Und jetzt als letztes haben wir den lieben Mike zu uns geholt. Mike ist als Teenager zu uns gekommen. Mike hat es auch nicht so einfach. Er hat auch nicht die besten Charaktereigenschaften. Er ist gemein, er ist selbstsicher und aufgeschlossen. Und er hat sich mit dem Weihnachtsmann geprügelt. War schwierig. Ich schaue gleich mal, Nele, wie alt sie jetzt ist. Und ja, die Kinder haben alle ein eigenes Zimmer. Also das hier ist das Zimmer vom kleinen Ben. Das hier ist das Zimmer von Nadja. Und oben ist das Zimmer von Mike. Mike ist, wie gesagt, als Teenager zu uns gekommen. Er hat es nicht so einfach. Also er ist auch ein bisschen schwierig. Das kommt einfach daher, dass er viele Jahre im Heim gelebt hat und auch viel erlebt hat in seiner Jugend. Und naja, sich entsprechend so ein bisschen rebelliert verhält. Also er randaliert ein bisschen und ist auch nicht so ein bisschen der Liebe. Der ist eher der kleine Draufgänger. Und das wird der kleine Ben auch mit aufnehmen. Denn Ben hat die Charaktereigenschaften anhänglich, hasst es getragen zu werden, zerstörerisch und wählerisch beim Essen. Und er wird das Merkmal gemein bekommen, denn die nächste Generation wird eine kleine Verbrechergeneration und das wird auch sehr spannend. Da schauen wir nochmal, wie wir das dann machen wollen. Eva, hallöchen, du bist genau richtig gekommen. Ja, erstmal den Weihnachtsmann prügeln. Ich weiß auch nicht, was da los war. Und Alisa, hallöchen. Die Wand funktioniert wie ein Verkaufstisch, dass man einen Gartenverkauf gestartet wird. Ach, das ist ja cool, das werde ich ausprobieren. Und Tinkerfee, hallöchen. Alles gut, schön, dass du jetzt hier sein kannst.
Ja, dann spiel doch ein bisschen so, Mima. Ich dachte böse. Was habe ich gesagt? Habe ich Verbrecher gesagt? Ich mache nochmal die Generation auf, die nächste. So, wo sind wir denn? Unsere Unterschiede im Stammbaum. Tschala! Ja. Also. Yuki, meinst du die Selbstständigkeit einfach ausstellen? Gemein, habe ich gesagt. Nee, böse tatsächlich. Ja, true, sorry. Also das weiß ich nicht, Yuki. Also ich weiß nur, wie man die Selbstständigkeit ein- und ausstellt. Aber mir brechen die auch immer ab dann. Titam, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Okay. Also lass mich mal runterscrollen zu Generation 5. Es gab etwas Besonderes an dir. Du warst anders als die anderen. Vielleicht lag es auch an den vielen Geschwistern, dass du dich so zurückgezogen hast. Oder du wurdest einfach so geboren. Egal woran es lag, klar ist, dass du das Dunkle in dir trägst und nun deine eigenen Wege gehen wirst. Ziehe auf ein beliebiges Grundstück in einer ausgewählten Stadt, bestreben Devianz, also Staatsfeind, beginne die Verbrecherkarriere, bekomme zwei eigene Kinder, heirate ein Sim mit dem Merkmal familienbewusst, deine Kinder haben eine bessere Beziehung zu deinem Partner, das erstgeborene Sim zieht als Teenager aus und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht, weil weiter haben wir die Geschichte noch nicht geschrieben, da gucken wir dann einfach, ob das die letzte Generation ist oder ob wir dann sagen, Ben ist die letzte Generation und wir starten eine neue Geschichte, also eine ganz neue Challenge. Oder wir sagen, wir schreiben die noch ein bisschen weiter. Das machen wir dann einfach, das entscheiden wir dann einfach zusammen. Irgendwie passt es wegen der Verbrecherfamilie noch mehr, dass Ocean die Kids adoptiert hat, weil ich finde, sie ist selbst so eine liebe Seele, dass der leibliche Vater vermutlich auch eher ein Liebesgeschöpf wäre und dass die dann durch die Vergangenheit mehr dazu neigen, böse zu sein. Ja, also man ist immer mal wieder überrascht, weil es gibt doch immer mal wieder so kleine Ausnahmen, ne, dass auch Verbrecherkinder aus ganz behüteten Familien entstehen. Also es kann ja auch immer mal passieren, aber ich verstehe, was du meinst und ich finde den Gedanken gut, Alisa, und ich glaube, dass gerade deswegen das eben auch so gut passt, dass diese Generation jetzt im Nachhinein kommt. Ich weiß noch nicht, ob wir wirklich die Verbrecherkarriere begehen wollen oder ob wir vielleicht sogar Geheimagent mal machen sollten, weil das finde ich eigentlich auch immer ziemlich cool. Und das mit den erweiterten Regeln, das habe ich halt nicht fertig gedacht. Da seht ihr, da habe ich mitten im Schreiben aufgehört, weil ich einfach nicht wusste, wie wir es machen wollen. Aber vielleicht gehen wir auch die Generation mit dem, also ich sag's mal so, diese Generation ist einfach noch nicht fertig definiert. Wir können da noch ein bisschen was ändern. Lasst uns den Grundbaustein der fünften Generation so behalten. Aber wenn wir jetzt das Gefühl haben, hey, das und das würde besser passen oder er sollte drei Kinder bekommen oder nur ein Kind oder, dann können wir das immer noch definieren. Und jetzt nochmal zum Thema, also zu Ben. Ben ist aktuell als Junge geboren, also in dem Körper eines Jungen, ist er geboren, aber er wird eine Geschlechtsangleichung machen lassen. Und zwar, sobald er Teenager, junger Erwachsener wird. Bis dahin wird er Ben heißen und auch als Junge angesprochen werden. Aber sobald er eben das Gefühl hat, dass er das eben merkt, ne, dass er halt eher gerne die Kleidchen von Nadja tragen möchte und auch sich vielleicht ein bisschen schminken möchte wie seine Mama oder ne, einfach auch merkt, dass er sich nicht so ganz, wie sich selbst fühlt, sondern dass er sich eher umwandeln möchte. Also ich weiß nicht, ab wann man das so spüren kann als Kind. Ich glaube, das spüren kann man schon recht früh. Aber die Entscheidung dahingegen zu treffen, diese Umwandlung zu machen, ich glaube, die kommt dann erst ein bisschen später, könnte ich mir zumindest vorstellen. Und so werden wir das mit Ben machen. Also das heißt, Ben wird als Frau sozusagen, also im Körper einer Frau, dann in die nächste Generation gehen. Wenn ich die Wordings nicht ganz treffe, seid mir bitte nicht böse. Ich gebe mir da wirklich viel Mühe, niemand mit meinen Worten zu verletzen. Wir hatten da letztes Mal außerhalb von YouTube schon die Diskussion darüber, wie man was sagen darf und soll und muss. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich das niemals auf irgendeine Weise bewusst falsch sage. Also ich gebe mir sehr viel Mühe, Geschlechtsangleichung zu sagen und nicht Umwandlung und auch nicht im falschen Körper geboren worden zu sein. Also ich versuche mir da wirklich Mühe zu geben, das alles korrekt zu sagen. Es wird bestimmt passieren, dass ich zwischendurch mal irgendwie nicht korrekt sage, aber dann seid mir da bitte nicht böse. Ihr dürft mich da gerne korrigieren. Ich gebe mir sehr viel Mühe, dass es für alle passt. Genau. Und Jendor, Hallöchen. Und Angie, Hallöchen. Willkommen zurück. Okay, genau. Habt ihr sonst noch Fragen? Wenn nicht, würde ich einfach mal Play drücken. Ah nee, wir wollten die Verkaufswand erst platzieren. Wir platzieren erstmal die Verkaufswand. Und dann würde ich sagen,
Starten wir einfach rein. Wie heißt die denn? Wahrscheinlich in dem Pack Großstadtleben? Filter mal. Oh, wo ist das denn? Großstadtleben. Ja. Wo ich das. Wir haben gar nicht so viel Geld. Wir müssen unbedingt mal wieder in die Galerie, Leute. Mach das, Miri, lass es dir schmecken. Und Christine, Hallöchen. Okay. Street Art ist das hier. Straßengalerie. Wenn du ein bekannter Künstler bist, dessen Werke sogar ab und an gekauft werden, jedoch nicht das Geld hast, um eine sehr hübsche Galerie aufzustellen, ist die Straßengalerie eine optimale Lösung für dich. Mal gucken, ne? Müssen wir mal gucken. Abenden kann ja dann keine eigenen Kinder tragen, beziehungsweise austragen, oder? Genau, aber wir können ja immer noch, also das ist ja das, was ich gemeint habe, ne? Wir können die Regeln ja immer anpassen an unsere Bedürfnisse. Das heißt, wir können auch über eine künstliche Befruchtung nachdenken oder eben auch wieder an Adoption. Ne? Also es gibt ja schon viele Möglichkeiten und ich kann mir auch vorstellen, also vielleicht wird Ben ja auch, also wir wissen ja auch nicht, wie seine sexuellen Vorlieben sind, vielleicht kommt Ben als erwachsene Frau dann auch mit einer Frau zusammen und dann gibt es da ja auch wieder die Möglichkeit einer künstlichen Befruchtung. Da trägt unsere Frau dann eben das Baby aus und wenn wir vielleicht mit einem Mann zusammenkommen, können wir immer noch sagen, dass wir die Kinder adoptieren werden. Also sind wir ja komplett offen. Und Simszocker, Hallöchen, und Mareike, Hallöchen, Wissenschaftsbaby, ja. Wobei ich glaube, dass Ben ja dann trotzdem nicht das Kind austragen kann, rein biologisch gesehen, nicht? Und wenn wir einen Mann als Partner haben, kann der ja rein biologisch gesehen, also wenn wir jetzt mal realistisch denken, auch kein Baby austragen. Aber da gucken wir dann einfach. Ja? Das eilt ja jetzt auch nicht. Also ich meine, wir sind ja noch so weit weg von der Generation. Wir wissen ja auch noch gar nicht, in welche Richtung er sich entwickeln wird, wenn er dann die Geschlechtsumwandlung gemacht hat. Das werden wir dann auch erst sehen. So, okay, lasst mich mal gucken. Da kann man jetzt einfach, aber haben wir Bilder gerade? Wieder aufhängen? Wieder das verkehrt rum platziert? Nee. Kommt da jetzt jemand? Hallo? Hola! Kauft jemand das Bild? Ah, stimmt. Ja, ah, stimmt. Ja, nee, ihr habt recht. Wissenschaftsbaby müssen ja nicht ausgetragen werden, ja? Ja, true. Das könnte dann funktionieren. Ja, das können wir machen. Ja. Preise erhöhen. 300% Aufschlag. Nehmen wir mal 200. Hier ist keiner, der kaufen will, Leute. Ah. Kommen daneben jetzt halt mal so ein paar Bilder mit, die dann da ausgestellt werden. Da kommt jemand und will kaufen! Hey, geil! Hey, das ist ja voll cool! Muss sie da vor Ort sein? Nö, ne? Dann kann sie vielleicht noch ein Bild malen in der Zwischenzeit. Oh, er macht Yoga. Das ist ja gut. Das tut dir bestimmt gut, ne? So, Schatz, was machst du? Warum brummt denn das jetzt? Hallo? Okay. Geh mal rein und geh mal ein bisschen spielen. Komm. Kannst mit Bigfoot sprechen. Nadia Maus, wann ist dein Birthday, Girl? Today ist Nadjas Birthday. Wir werden jetzt natürlich direkt einen Kuchen backen. Ach, ich erinnere mich, die haben noch den Kuchen einfach angeschnitten, ne? Obwohl sie das gar nicht sollten. Ich erinnere mich, da war was im letzten Part. Ina, Hallöchen, wie geht's dir?
glaube, da musst du schon am Stand bedienen, aber wir haben noch gar keine Zeit. Mist. Ja, okay. Und Sasa Donut, Hallöchen. Wir backen schnell einen Kuchen und dann bedienen wir den Stand, okay? Aber keiner schneidet den Kuchen an, Leute. Wo hast du jetzt den Teller Essen her, Schatz? Ist das gammelig oder bist du gammelig? Stinkst du oder stinkt das Essen? Man weiß es nicht. Mach bitte direkt Kerzen drauf, damit niemand den Kuchen anschneidet. Wäre mir ganz recht. Du musst dich nicht aufregen, Girl. Wie geht denn das nicht? Hola. Hallo? Oh, Chorg, Chorg. Gut. Ich bin froh, dass das alles immer so gut funktioniert. Wäre halt auch blöd, wenn nicht, ne? Ich wollte auch gar nicht. Mm-mm. Ihr wisst ja, ich dachte mir so, nee, so ein Kuchen, nee, einfach nee, dachte ich mir nämlich. Platzier mal den Kuchen in der Welt. Ja, natürlich, trag ihn nach oben, das würde ich auch machen. Auf dem Fußboden. Es liegt nicht an der Theke. Wir hatten bei dem anderen Ding ja auch Kerzen drauf gemacht. Der Kuchen ist einfach kacke. Wir hatten bei dem anderen Mal auch Kerzen drauf gemacht. Nee. Guck mal. Einfach kaputt. Gut, dann halt nicht. Nee. Ist so. Ja. Da hängen auch schon Bilder. Aber eigentlich müssten wir noch mehr Bilder verkaufen, ne? Ja, dann feiern wir halt den Kuchen zurücksetzen. Ich kann es versuchen. Wo ist er denn jetzt? Im Kühlschrank, warte. So, hol ihn mal raus. Uri, Hallöchen. Wo stellt er ihn hin? Ach, jetzt geht's. Auf einmal. Ja, genau. Hm. Kaufst du bitte was? Ach, hast du schon. Okay, cool. Ja. Es Martis. Andreas, Hallöchen. Nein! Nadja! Ich habe extra einen Kuchen gebacken. Och, Nadja. Mach das, Alina. Bis später. Ich hoffe, er schläft schnell. Oh, Mann. Wir dürfen dreimal würfeln. Wir dürfen dreimal würfeln, Leute. Paul. Mm-mm. Mm-mm.
Mm-mm. Fordern wir es heraus? Kann deutlich schlimmer werden. Kreativ. Das passt ja! Dann ist sie kreativ wie ihre Adoptivmom. Okay. 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 Ich habe nicht gemerkt, dass sie zu spät Geburtstag hat. Hallo. Und bestreben? Was wollen wir ihr geben als Bestreben? Was wollen wir ihr denn geben? Ich glaube, das ist nur bei Landhausleben, Andreas. Ah, okay, Kuri. Ja, das ist natürlich dann einfacher. Ne? Ich will nicht schon wieder eine Mod im Spiel haben. Wäre das mit der Pyjama-Party lustig? Dieses Sim möchte der Mittelpunkt der Party sein, auf eine einzigartige, kreative Weise. Und Sunflower, Hallöchen. Sollen wir Pyjama-Party-Löwin machen? Ja? Und Hannah, Hallöchen. Ja, Happy Birthday, Nadja. I'm so sorry. Oh Mann. Dabei haben wir ihren Geburtstag gar nicht vergessen. War halt nur ein bisschen schwierig. Winter, Hallöchen. Hm. Wilde Haarfarbe. Ich gucke jetzt direkt mal, wie sie vorher aussah. Hi, my girl. Wie siehst du aus? Unterschied im Stammbaum. War das Bild daher? Okay. Mike fehlt auch noch, ja. Machen wir. Die Zöpfchen lassen können wir machen, aber ich würde ihr trotzdem die schwarze... Aber beziehungsweise der Skin ist auch ein bisschen dunkler jetzt geworden. Schaut mal. Ich würde es noch ein bisschen heller machen von den Nuancen. Ist das... Nee, das ist nochmal ein anderer. Vielleicht so, ha? Huh? Ja. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, Sunflower, das ist jetzt aber schon seit Monaten so, ne? Also da geht es darum, dass man, also da gibt es wieder so ein paar Lücken, dass man es auf jeden Fall noch machen kann, wenn zum Beispiel die Sachen für eine gewisse Zeit kostenpflichtig drin sind und dann halt nach, sage ich mal, 30 Tagen zum Beispiel kostenlos werden, dann ist es auch noch irgendwie möglich. Also das ist jetzt schon seit ein paar Monaten so und da gibt es aber auch wieder ein bisschen Lücken. Deswegen sind eben auch manche CC-Sachen nach wie vor noch kostenpflichtig. Okay, also das sieht sehr süß aus. Das ist eine sehr hübsche, kleine Maus. Hab ich? Nee, das sieht normal aus. Das sieht aus, als wäre das verwaschen irgendwie. So ein bisschen verschwommen, das Oberteil. Hab ich letztens schon mal gedacht, aber irgendwie, ich habe nichts geändert.
Und Mindtivation, willkommen im Stream, Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Danke für dein Follow. Oh, lass es dir schmecken, Simsocker. Mir so ein Kleidchen geben? Wie süß, oder? Sarah, Hallöchen. Das ist ja auch süß. Oh, guck mal. Oh, wow. Mindtivation, Hallöchen. Hey, das ist voll süß. Gucket mal. Ah. Hat sie eine Zahnlücke? Ich weiß nicht. Wir können gleich mal gucken. Zeig mal deine Zähne, Maus. Oh ja, süß. Ja, eine Zahnlücke. Oh. Richtig sweet. Ich weiß, wir leben in Tartosa, Leute. Aber das ist auch mal kalt. Wir haben immerhin noch Winter. Und da ist auch mal kalt. Ist so. Das ist schon süß, oder? Sandra, Hallöchen. Dankeschön. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ich will endlich Sommer. Ja, fühle ich. Bin auch eher ein Sommermensch. Ich bin noch nicht so sicher mit den Schuhen. Einfach gar keine, hä? Finde ich auch irgendwie mal süß. Luisa, Hallöchen. Und Leonie, hallo nochmal. Ah, nee, Leonie, du bist jetzt neu rein, oder? Heute? Sorry, Leonie. Ich hab dich gerade mit der anderen Leonie verwechselt. Ihr habt doch die gleiche Farbe. Oh, mach das. Okay, dann hoffe ich, dass du schnell welche findest. Wie cool. Schön, Sandra. Viel Erfolg dabei. Ich bin Widder von Sternzeichen. Von die Sternzeichen. Bin wieder vom Sternzeichen her. Das ist süß. Das ist auch süß. Das ist auch süß. Ich finde, Orange steht ihr richtig gut, oder? Samira, Hallöchen. Und Sternchen, Hallöchen. Hm. Eigentlich recht süß, ne? Sagt sie. Machen die Schuhe nochmal weg. Vielleicht eher so Sandalen. Oh, die sehen noch ganz süß aus. Und Shelly Baby, Hallöchen. Und Sammy, Hallöchen. Leonie und Antje, hattet ihr jetzt Geburtstag? Oder habt ihr... Dann, ich glaube, Löwes Widder ist ja schon vorbei jetzt, oder? Dann habe ich euch doch bestimmt gratuliert, oder? Sie sieht so süß aus. Warte mal, wir machen ihr weniger viele Wimpern. Und Fabi, Hallöchen. Woher die Haare sind? Nee, keine Ahnung. Die habe ich irgendwann mal runtergeladen. Nee, am Dienstag. Oh, schön. Widder ist erst im April vorbei. Ah, okay. Ich habe die runtergeladen irgendwann mal, als ich Ninos Sisi-Shopping-Video gesehen habe. Da
Daraufhin habe ich die runtergeladen, aber das ist schon so lange her jetzt. Lang, lang. Ah, okay, Leonie, sehr gut. Schön. Machen wir Sport? Ah, sie sieht auch schon so ein bisschen erwachsen aus, ne? Der Pyjama ist süß. Die Musik zu Ende. Hm, sagt sie. Pyjama, oder? Echt einen bunten. So. Ach so, warte mal, das ist ja Sport. Oh mein Gott. Ich dachte, es wäre die Nachtwäsche. September. So, Mima, gell? Waage ist September irgendwann. Meine Schwester ist auch Waage. Ein Sportoutfit. Die Haare sind echt schön. Aber zum Sport machen wir sie mal weg. Im Oktober. Mhm. Und Raccooni, hallöchen. Mindestens 16 werden. Guck mal, doch so lang, ne? Ach, schön, Sunflower. Haben wir ja alles vertreten hier. Sehr cool. Alle Sternzeichen vertreten. So, dann machen wir jetzt hier schlafen. Girl, wieso wechselst du denn ständig deine Haarfarbe? Das nervt. Schon unrealistisch, dann so einen kleinen Schnubbel hinten zu haben. Omali, hallöchen. Oh, viel Erfolg dir, Shelly, wir beim Sport machen. Und Tunula, hallöchen. Nee, sorry, Tunulu. Tunula. Tunulu, Tunulu. Nadja, so hübsch, gell? Finde ich auch. Ist einfach eine Süßmaus. Brauchen wir noch ein schönes Schlafi. Ich würde ihr da jetzt einfach das Outfit geben, das ist so süß. Okay, dann machen wir Geburtstag. Beziehungsweise so Party-Outfit. Hier wieder die Zöpfchen. Finde ich ja auch so süß, ne? Wollen wir ihr das hier vielleicht geben? Das ist schon sehr süß, oder? Ja. Pyjama-Party-Löwe ist sie. So süß, ne? So süß, die kleine Maus. Da. Da. Schwimmen. Wir waren noch gar nicht mit den Kindern schwimmen. Können die das überhaupt? Ich bin mir nicht sicher, also, die überhaupt schwimmen können. Mach das, Lamalina. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich wünsche dir viel Spaß im Kino. Genieß den Film. So, dann machen wir ihr hier so ein sommerliches Outfit. Oder wir geben ihr auch ein Kleidchen, ne? Können wir auch machen. Oh, das ist auch so hübsch. Da lacht sie. Ja, eher winterlicher wieder. Das wäre eigentlich auch voll cool gewesen, wenn man den Kindern auch Schwimmen beibringen könnte. Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht. Also, hat man da wirklich Zeit für im Spiel? Ich weiß nicht, ob ich dafür Nerven hätte und Zeit hätte.
Man muss so viel machen in Sims. Aber gleichzeitig geht man ja auch gar nicht so oft schwimmen, ne? Vielleicht, wenn man es denen so 2-3 Mal zeigen könnte und dann würden sie es können, das fände ich auch cool. Du hast recht, ja. Und Isa, hallöchen. Aber das ist doch süß als Sommerkleid. Guck mal, das ist doch ein süßes Sommerkleid. Oh, süß. Guck mal. Nee, kann man nicht. Also die gehen halt einfach ins Wasser und schwimmen los. Also die müssen das nicht lernen. Und Caro Stupsi, dankeschön für deinen Follow. Und Linda, dankeschön auch für deinen Follow. Schön, dass ihr hier seid. Und Charlie, hallöchen. Kann man, glaube ich. Aber da schwimmen die dann nur um die Eltern rum. Jetzt. Ich habe nur einen Säugling, das nervt mich schon so sehr. Na Leute, das ist halt ein Familien-Let's Play. Das ist halt, also... Funny. Wenn dich Kleinkinder nerven oder Säuglinge, dann darfst du eigentlich keine Kinder bekommen. Das gehört dazu, das ist wie im echten Leben. Das ist die Familie, das ist eine Lebenssimulation. Und Kinder kriegen bedeutet viel Arbeit. Das ist also jetzt, das ist jetzt so. Das kann dir jedes Elternteil bestätigen, dass das einfach sau anstrengend ist. Da müssen wir durch. Dauert noch ein bisschen, bis die größer werden. Aber umso schöner ist es, wenn sie dann größer sind, weil dann hast du direkt viel weniger Stress. Sandri, was findest du eigentlich besser? Reshade oder G-Shade? Also, ich habe halt den Reshade nur, aber ich werde wahrscheinlich bald umsteigen auf G-Shade. Ich bin noch am Überlegen. Ich habe gerade keine Zeit dafür, mich damit auseinanderzusetzen, aber der Plan ist, dass ich auch bald umsteige. Ich glaube, wenn beide im Wasser sind, kann man Schwimmen beibringen. Dann hat man zumindest die Interaktion. Ja, das wusste ich gar nicht. Guck mal. Eigentlich kann man ihnen Schwimmen beibringen. Hat Ninus im Aura Let's Play gemacht. Ey, noch nie gesehen. Muss ich mir mal anschauen. Und Cookiehead, hallöchen. Okay, dann machen wir noch ein bisschen ein Winteroutfit. Ein cooler Rock eigentlich. Der ist ja mega! Guck mal! Kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen. Absolut. Okay, Herzo, habe ich jetzt Hallo gesagt? Dann habe ich mir das nur eingebildet. Ich weiß nie mehr. Ich weiß nie mehr. Ich glaube, sowas würde sie tragen. Sowas würde ihre Mom ihr anziehen. Einfach ein bisschen flippiger halt. Wir testen das gleich mal mit dem Schwimmen beibringen. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Ich habe keine Ahnung. Es haben es doch einige geschrieben. Wir testen das gleich mal. Schon süß, oder? Ist halt wild. Aber ihre Mom, also, ne, ist ja genauso wild. Irgendwie passt es dann, finde ich. Nadja, guck mal in die Kamera. Guck mal in die Kamera. Guckst du mal in die Kamera? Hä? Dann wir das Ganze mal. Unterschied im Stammbaum. Nadja. Und jetzt ist ein Kind. Oh krass, jetzt müssen wir Hausaufgaben machen, was das ist. Kind. So, und von unserem Mike machen wir auch direkt noch ein Foto. Doch nicht ein Mike beim Foto machen, Mensch. Ich hab gar keinen Bock gehabt. Gut. Und er ist Teenager gerade.
Mit unserem kleinen Redhead schon? Ja, haben wir gemacht. Hoppa! Lamm. Die App. Und dann machen wir hier noch ein Kind zu. War Mike. Mit sein Bild noch mit rein. Das hier. Oh, sorry, Leute, das war jetzt sehr laut. I'm so sorry. Immer diese Leute, die ohne Hallos reinkommen. Gerade und so doch nicht, Mann. Romantisches Katzengesicht, Marlene. Ist schlimm, ne? Und Tim, hallöchen. Ach, Leute. So, wartet, wir machen noch das Bild von unserer kleinen Maus hier rein. Und dann können wir nämlich direkt weitermachen. Dann ist nämlich auch der Stammbaum direkt wieder aktuell. Dann sind wir alle glücklich und zufrieden. Wo ist sie denn? Nadia. Haben wir. Applisch. Tschüss, Garten. Ich wünsche dir. So. Der Gartenverkauf läuft noch. Unsere Tochter ist jetzt ein bisschen traurig, weil sie denkt, wir haben ihren Geburtstag vergessen. Dabei haben wir ihren Geburtstag gar nicht vergessen. Es war einfach nur. Oh mein Gott. Ja, das war hauptsächlich an Cardon gerichtet, Engelskraft. So, wir gucken mal, ob das jetzt klappt hier. Ja, Tim ist manchmal nicht so easy. Okay, ob ihr jetzt kaufen wollt? Ja. Ihr könnt alle kaufen. Ja? Du auch? Nein? Oh, okay. Okay, wir haben alles verkauft, glaube ich. Ja. Ja, cool, ist schon nice. Ging unser Ruhm dabei hoch? Naja, okay, dann setzen wir uns noch zu Nadia und essen mit ihr zusammen. Blöd, ne? Dann kannst du dir ein Stück Kuchen nehmen. Wo ist Ben? Oh, er hat sich schon ins Bett gelegt. Aber du kannst nochmal auf Toilette gehen vielleicht, ha? Huh? Komm mal. Mike ist auch schon... Nee, warte mal, Mike, das ist das falsche Schlafzimmer. Du hast dein eigenes Zimmer oben. Vielleicht soll er mal noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Jemand von euch Werwolf und das ist gut. Also ich spiele nicht so gern mit Werwölfen. Ich finde die super stressig. Genau, so bis 15 Uhr geht der Stream heute. Also ich finde Werwölfe super stressig und ich habe es einmal gespielt und mich nerven Okkulte momentan ein bisschen. Deswegen spiele ich gar keine Okkulte, weil die mir alle auf den Keks gehen. Ja. Also auch so Werwolf mit Vampir und so. Das sind eigentlich, es ist echt cool, aber irgendwie nerven die mich so sehr. Vielleicht für die Prüfung lernen, es ist Donnerstag. Ist halt schon so spät, ne? Ja. Ich klick's mal an. Das ist eine gute Idee. Weiß halt nicht, ob ihm das hilft. Aber let's have a look, ne? Let's have a look. Was machst du mit Ben? Bringst du ihn ins Bett? Okay. Schlaf schön, kleiner Mann. So, dann gehst du auch mal schlafen. Go, go. Wo ist denn Nadja jetzt hin? Oh mein Gott, scheiße. Wir haben vergessen, Nadja. Oh, Leute. Die braucht doch noch ein Bett, Mann. Ey. Verdammt. Wir haben vergessen, unserem Kind ein gescheites Bett hinzustellen. Was ist denn da los? Wir sind richtige Rabeneltern. Keiner hat's gemerkt, Mann.
Arme Adoptivkind. Traurig ist es. Mach das, Debsi. Schäm dich, ja. Wir, uns alle. Ocean hat tatsächlich auch bald Geburtstag, dann wird sie schon zur Seniorin. Es dauert gar nicht mehr so lange. Oh, er lädt den Baumodus. Dauert eine Sekunde. Danke, Engelskraft. Arme Nadja, voll. Macht es, Marie. Viel Spaß beim Geburtstag. Und Katsumi, Hallöchen. Und Phoebe, Hallöchen. Oder besser gesagt, deinem Kind viel Spaß beim Geburtstag, ne? War ganz schön, aber es war tatsächlich einfach zu kurz, Phoebe. Ich hab's richtig gemerkt. Also, ich dachte irgendwie so, ja, voll gut, ganzer Tag frei, aber er war so schnell vorbei. Ich hab gar nichts gemerkt irgendwie von dem freien Tag. Bin richtig K.O. Aber es war sehr schön gewesen in der Heimat. Wir haben ganz entspannt gemacht, haben Kaffee, Kuchen getrunken und dann abends waren wir noch essen gewesen, ganz gediegen. Nicht lang, nur schnell essen und dann wieder nach Hause, weil die Kleine dann schlafen sollte. War also ganz entspannt. Danke der Nachfrage. Macht es, Engelskraft. Viel Erfolg. Kuchen essen, geil. Ja, viel Spaß. Ja, man kann ja auch ohne Geburtstag mal einen Kuchen backen. Niri, willkommen zurück. Ja, das stimmt. Wenigstens noch am gleichen Tag aufgefallen. Müssen wir nur mal schauen, weil ich glaube, dass es jetzt hier schon ein bisschen eng wird. Mal gucken, wie wir das jetzt mit dem Bett machen. Den Großstadtleben-Filter wieder rausnehmen. Heute Custom Content an. Erst Geburtstag vergessen, dann kein Bett. Also ich bin heute unkonzentriert, ha? Huh? Und Jana Jas, Dankeschön für deinen Follow. Willkommen im Stream. Hallöchen. Kasumi, das kommt halt drauf an, ne? Was hast du so verpasst? Was ist neu? Ich weiß ja gar nicht, was du noch nicht gesehen hast. Kennst du die Kinder schon? Wir haben 3. Vielleicht guck dir auch mal den Stammbaum gerne an, was sich so geändert hat. Ja, das stimmt, Phoebe. Es sind halt nur 1,5 Stunden eigentlich, aber trotzdem kommt einem das immer so nach einem... Also es ist immer so ein langer Trip irgendwie. Das ist halt auch so viel Kaffgegurke, ne? Also wir haben halt so viel Landstraße, das ist so nervig zu fahren immer. Aber wenn wir vielleicht so ein Hochbett nehmen, da hätten wir... Aber das ist schon hoch dann, gell? Und ganz schön hoch. Macht es, Markus. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Also das war jetzt eben CC gewesen. Das eine war aus dem Werwolf-Pack. Das hier ist aus dem Nachhaltig-Leben-Pack, aber ich glaube, das habe ich gerade gar nicht benutzt gehabt. Wir benutzen jetzt das Pack, das Bett aus dem InDesign-Pack, müsste das sein. Bis dann, Marie. Mach's gut. Gefühlt ist alles neu. Oh no. Dann schau dir meinen Stammbaum an, Anna. Vielleicht hilft es dir. Und lustiger GHG, willkommen im Stream. Hallöchen. Danke für dein Follow. Miss Daisy T, Hallöchen. Guck mal, das ist doch ein schönes Bett, oder? Dann könnten wir sogar... Oh, jetzt sitzt er hier, ne? Verdammt. Ich wollte gerade sagen, den Schreibtisch da drunter machen, aber dann steht er so abrupt auf. Das wäre jetzt blöd. Vielleicht machen wir eine Kommode einfach dahin. Phoenix, Hallöchen. Und Sandy, Hallöchen. Wir können auch einfach so eine Kommode dahin stellen. Sieht auch schön aus. Oder das Puppenhaus. Das habe ich gerade so hier in die Ecke gestopft, gell? Aber eigentlich sieht es mit der Kommode schon schön aus. Und Mary, Hallöchen, willkommen im Stream. Und Tag-Crew, Hallöchen. Mittagsschlafenszeit, somit kann ich dabei sein. Schön, dass du hier bist. Ich hoffe, dein Tag war gut bisher. Was könnten wir denn noch machen für Spielsachen? Es gibt ja dieses Puppenspielzeug. Feierst du Ostern? Naja, was heißt feiern? Also, Ostern ist... halt dann da. Ich habe hinten ein bisschen Osterdeko hingestellt und das war's.
Also, ich werde Ostermontag nach Hause fahren. Aber nicht, weil Ostermontag ist, sondern einfach, weil das ein Montag ist und ich montags ja nicht streame, sondern meine Videos aufnehme und dann meistens noch Möglichkeiten hätte, nach Hause zu fahren, zur Family. Deswegen fahre ich Montag nach Hause, Ostermontag. Aber, ah ja, guck, das habe ich gesucht. Aber ich feiere das jetzt nicht, nie. Ich glaube, wenn meine Nichte ein bisschen älter ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir so ein bisschen feiern. Aber eher so, dass wir halt dann mit der Familie, dann vielleicht ein paar Sachen im Garten verstecken, wenn das Wetter mitspielt. So halt, denke ich. Aber bis dahin nicht. Genau, das Doktor-Set, das habe ich gesucht. Den Kreativtisch haben wir ja eigentlich oben, den brauchen wir jetzt unten nicht haben. Ja. Reicht doch, oder? Huch. Reicht doch, hä? Ben soll ja eine Umwandlung durchmachen. Da er sie aber als Junge geboren ist, kann er ja keine Kinder bekommen. In den Regeln steht aber, dass die Generation eigene Kinder bekommen soll. Genau, wir haben da vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, Phoebe. Und wir haben uns überlegt, dass wir das so machen könnten, dass, also ich spreche jetzt so lange, Ben noch nicht aktiv darüber spricht, noch von ihm und er. Einfach weil das für mich fürs Sprechen natürlich auch viel einfacher ist, wenn ich nicht da die ganze Zeit wechsle. Also er heißt ja auch noch Ben und er ist auch gerade ein Junge. Und er wurde als auf dem Papier als Junge auch geboren. Deswegen sage ich das jetzt so lange so, bis wir die Geschlechtsumwandlung vollzogen haben, weil einfach das fürs Wording sonst immer so ein Durcheinander gibt und jeder, der neu reinkommt, ist dann, glaube ich, verwirrt. Auf jeden Fall wird es so sein, dass Ben ja die Möglichkeit hat, auch Kinder über die Wissenschaftsfunktion zu bekommen. Wir wissen ja jetzt noch nicht, wie seine sexuellen Orientierungen sind, ob er eher an Frauen interessiert ist oder eher an Männern interessiert ist. Und je nachdem, wie sich das entwickelt, ob er zum Beispiel eine Frau findet, dann können wir mit ihr ja ein Wissenschaftsbaby bekommen, das wäre ja dann gar kein Problem. Und sollte er sich in einen Mann verlieben und es rein biologisch nicht möglich sein, dann würde ich halt adoptieren. Dann umgehen wir halt diese Regel ein bisschen und passen sie auf unsere Bedürfnisse an und werden eben erneut adoptieren. Genau, also ich sag ja immer wieder, dass die Regeln, die wir haben in solchen Generations-Challenges oder generellen Challenges, immer cool sind, wenn man sie gut einhalten kann, aber dass ich die Letzte bin, die nicht auch abweichen würde. Also das ist gleiches Beispiel, wenn wir einen Sim haben, der Zwillinge bekommt, obwohl in den Regeln steht, dein Sim muss ein Baby bekommen. Dann sind es halt zwei, mein Gott, ne? Also wir passen das schon immer so ein bisschen darauf an. Und man muss auch dazu sagen, dass die fünfte Generation eh noch nicht richtig fertig definiert ist. Ich habe mittendrin aufgehört zu schreiben und die ist auch noch gar nicht fertig. Also da können wir auch gerne noch zusammen ein bisschen anpassen. Ich habe auch Animal Crossing, ja, aber ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, 8 Monate, Cookie, jetzt. Müssten es 8 Monate sein. Ich habe Animal Crossing bisher nur privat gespielt, aber auch damals, als es rauskam und danach auch nicht mehr. Oh, das weiß ich nicht, DCT. Und Mary, dankeschön für deinen Follow. Und Mrs. Pew Pew, Pew, dankeschön auch dir für deinen Follow. Genau, muss nicht strikt befolgt werden. Das sehe ich auch, Sophie. Wie immer so ein bisschen anpassen an die eigenen Bedürfnisse. Ja, genau. Dadurch, dass Ben ja auch diese Geschlechtsumwandlung machen wird, das ist ja auch etwas, was wir so nicht in den Regeln mit berücksichtigt haben. Ne? Das ist natürlich auch ein anderer Weg, den wir einschlagen. Und daher werden wir das auch einfach so machen, wie wir da Bock drauf haben. Maus, geh doch bitte schlafen, wenn du so müde bist. Oh mein Gott. Jetzt hat er sich hierher gesetzt zum Lernen. Genau, es geht mit dem Science-Baby. Vor allen Dingen, weil du ja auch keine Schwangerschaft durchlebst, sondern hingehst und mit einem Baby nach Hause kommst. Deswegen würde das selbst, wenn Ben mit einem Mann zusammenkommen würde, würde das auch funktionieren. Genau, er wird die nächste Generation anführen, im Körper einer Frau dann aber. Nach der Umwandlung, Anna. Ist es so, Debsi? Weil ich habe gedacht, es ist das Wort Angleichung, was nicht gesagt werden soll. Ist es Umwandlung? Habe ich die Wörter jetzt schon wieder vertauscht? Weil ich dachte, ich sage Umwandlung, weil das das Wort ist, was man sagen soll und nicht Angleichung. Ah, habe ich schon wieder vertauscht, ne? Verdammt.
Aber ich glaube, vorhin habe ich es richtig gesagt. Da habe ich Angleichung gesagt, ne? Ich glaube, vorhin habe ich es richtig gesagt und dann habe ich es wieder falsch gesagt. Okay, ja, danke schön. Ich glaube, vorhin, am Anfang, als wir drüber geredet haben, habe ich es noch richtig gesagt und jetzt bin ich wieder ins Falsche gerutscht. Okay, danke schön. Dann werden wir jetzt uns darum kümmern, dass er auf jeden Fall noch rechtzeitig ins Bett kommt vor der Schule, damit er morgen eine Prüfung schreiben kann. Ja, er muss halt noch ein bisschen lernen, ne? Ich weiß nicht, ob er das noch rechtzeitig schafft, aber ich lasse ihn dann direkt ins Bett gehen. Ach, guck mal, das Bett ist noch zugewiesen an ihn, an Rio, aber geht es jetzt? Ja, nee, ist immer noch Rio. Passt. Ja, schön, Yuki, dann spiel doch. Spiel doch ein bisschen Sims. Nee, Hamsterfan, das kann man auch über das Spiel einfach machen. Es gibt mittlerweile durch das Spiel so ein bisschen die Möglichkeiten auch, diese Körpernamen hinzuzufügen und so. Und du kannst es bei Sims ja sowieso schon immer so machen, dass du zum Beispiel sagst, dass ein Sim Kinder bekommen kann oder nicht, dass ein Sim eine weibliche oder männliche Stimme bekommt, also eine tiefe oder eine hohe Stimme. Das heißt, vom Spiel gibt es ja schon ganz viele Möglichkeiten. Also wir gucken, dass wir das ohne Mod machen. Gerade eben hat er doch noch gesagt, das Stockwerk ist super sauber, oder? War da nicht was? Das Stockwerk ist super schmutzig. Hui. Wir müssen Staub saugen. Das ist ja ekelhaft. Tessa, hallöchen. Kann ich gern nach dem Stream machen? Kann jetzt nicht Sisi shoppen. Zwischenrein. Die ganze Zeit da, Tessa. Warst du weg? Bist jetzt wiedergekommen? Ich hab's nicht mitbekommen. Wir gucken später nach Sisi. Oder ich guck nach dem Stream. Wenn ich jetzt wieder anfange zu shoppen, dann wird es wieder nichts mehr. Das ist richtig schnell verschmutzt, ne? Genau, am Donnerstag nächste Woche findet die nächste Galerietour statt. Und dann machen wir eine neue Shell-Challenge. Sie sind alle traurig. Oh mein Gott, unser Kind hat doll Hunger. Immer gucken. Ja. Oh, schon kommt man. Benarla? Und Angela, danke schön für deinen Follow. Willkommen im Stream. Oh, sie macht sich gleich in die Hose. Ja, gib ihm was zu essen und geh pinkeln. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Oh, ganz knappe Nummer, ey. Sie müssen jetzt gleich in die Schule. Dankeschön. Die Staubsaugerroboter nerven mich, Akimikano. Die gehen ständig kaputt und machen komische Dinge. Nee, nee, wir saugen lieber selbst. Wir saugen lieber selbst. Wir haben den Geburtstag von Nadja gefeiert. Willkommen zurück, Mrs. Shadow. Ja, voll gerne, Eva. Vielleicht schaffen wir es ja am Donnerstag. Wäre doch cool. Ein Haar in meinem Gesicht. Verlorenes Spielzeug. Ich wollte mit meinem Lieblingsspielzeug spielen, aber ich finde es nicht. Ich vermisse es und bin traurig. Wir sagen ihr, es ist in Ordnung, traurig zu sein. Nee, du gehst alleine in die Schule. Viel Spaß in der Schule, Nadja. Ich wünsche dir einen schönen ersten Schultag. Und dir auch. Viel Erfolg bei deiner Prüfung. Ja, alle weg. Ich würde sagen, dass wir jetzt mal ein bisschen mit Ben spielen. Dem ist richtig langweilig, nämlich. Eine Rechnung? Ich hoffe nicht. Sie ist übel, weil ihr schlecht ist, weil sie krank ist. Aber sie ist ja nicht schwanger. Ja, unfruchtbar. Ja. Wer ruft denn da jetzt an?
Im Namen der Freundschaft. Mike hat versucht, die Schule zu schwänzen, um einen weinenden Freund zu trösten. Was sollen wir Mike sagen? Einem Freund zu helfen steht immer an erster Stelle. Ich glaube, das werden wir sagen, ne? Ja, wir haben gewürfelt, Mrs. Shadow. Wir hatten erst als Merkmal Paul und dann, wir durften ja dreimal würfeln, dann haben wir nochmal gewürfelt und dann war es kreativ. Dann haben wir gesagt, okay, wir fordern es nicht heraus. Na, Jills, Hallöchen. Hab eben gedacht, mich ruft jemand wegen Nadja. Du heißt eine Nadja. Du bist eine Nadja. Okay, dann verstehe ich, dass ich das... Ja, ich habe dich hierher gerufen. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du gehört hast. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren. I'm so sorry, sage ich jetzt schon. Also wir sagen, dass er einem Freund helfen soll. Das ist immer gut. Ich meine, Ocean würde das auch machen. Wir spielen, Schatz. Komm. Zuwendungen. Aktivitäten. Spielen. Nee, nicht in den Hochstuhl setzen. Nein. Kohle im Klo. Während einer kurzen Pause entdeckt Mike ein wenig Geld auf dem Toilettenbecken. Soll er es in seinen Spind einschließen oder zum Direktor bringen? Ja, er nimmt es natürlich mit. 20 Simoleons, geil! Ja, wie cool. Können wir jetzt bitte mal mit dem Kleinen spielen? Ah ja, jetzt. Genau, ich heiße Nadja. Ah, witzig. Schöner Name. Das ist doch ein schöner Name. Okay, Ocean. Upsa, kenne deine Stipendien. Ja, Ja, ist krass, dass sie jetzt bald schon zur Seniorin wird, ne? 8 Tagen. Ach je. Geht so schnell. Lass es dir schmecken, Pia. So, hattest du ein bisschen Spaß? So viel Spaß hatte er jetzt aber nicht, ne? Können wir ihm was beibringen? Oh, der armen Maus geht's gar nicht so gut. Und Katha, Hallöchen. Wo kommen eigentlich die 3 Kinder her? Wir haben adoptiert, Sasa. Ja, ich bin auch schon gespannt. Ich habe ein paar richtig schöne Namen schon gelesen und ich glaube, dass ich mich auch schon mehr oder weniger entschieden habe. Aber ich will mir nochmal alle durchlesen im Detail, bevor ich das Video dann aufnehme und dann entscheide ich mich. Man kann das Altern ausstellen, ja, aber es gehört halt dazu, ne? Sie ist halt einfach schon ein bisschen älter, als sie die, also, oder sie war auch schon ein bisschen älter, als sie die ganzen Kinder adoptiert hat. Ich habe auch 2 Namen drunter kommentiert, bin gespannt. Oberwinky. Ey, du bist ja immer noch da. Girl. Hatta, wie geht's dir? Erzähl. Alles Roger? Ja, wir machen schöne Flashkarten, während die Kids in der Schule sind. Er hat aber nicht so viel Lust, ne? So, Ben, was machen wir mit dir, wenn wir mit den Flashkarten durch sind? Musst du einen Mittagsschlafi machen, gell? Komm, dann bringe ich dich mal ins Bettchen. Dann kannst du einen Mittagsschlaf machen. Austin ruft an. Nee, Austin, wir bringen gerade unser Kind ins Bett. Ist gerade schlecht. Schön, dass es dir gut geht. Mir auch, Katha. Dankeschön. Mach ein kleines Schläfchen, Schatz. Lies dir noch ein Buch vor. Oh, wieso ist er denn so traurig, weil er so müde ist, gell? Ist ganz erschöpft. Ist direkt eingeschlafen, einfach auch. Einem Kind 4-mal bei den Schulaufgaben helfen. Ein Kind mit einem Charakterwert im Bereich für erhaltenes Merkmals haben. Ja, tja. Tja, puh. Emotionale Kontrolle vielleicht. Hab dich zwischendurch nur mit in die Küche genommen. Fährst um 15 Uhr, später kurz in die Stadt. Bis dahin chill ich hier. Oh, wie schön. Ich freue mich. Das ist ja cool. Das ist ja schön. Bin ich ja gar nicht alleine. Magnus, nee, wir haben keine Zeit für dich. So, wenn jetzt gleich Nadja von der Schule kommt, werden wir bei den Hausaufgaben helfen.
denn so sauer? Ist doch gar nicht ihre Art. Eigentlich. Nächste Woche Donnerstag, Nele, werden wir die Galerie touren und die Woche drauf werden wir dann eine Shell-Challenge machen. Also ich werde nächste Woche Donnerstag eine Shell bekannt geben. Sie so sauer ist. Vielleicht gehst du nochmal joggen oder so. Dich zu beruhigen. Geht nicht. Ein Spielzeugauto, süß. Und das? Oh, war nicht gut in der Schule. Okay. Wieso stinken unsere Kinder eigentlich so schlimm? Was ist denn los? Ah. Fragt man sich, was haben wir mit den Kindern gemacht? Dass die so stinken alle. Oh, Mike, du solltest in die Dusche gehen. Ja, ich komme gerade vom Sport. Ich gehe schon. Okay. Jette, Hallöchen. Ekelhaft. Gerne, Nele. So, wir helfen jetzt bei den Hausaufgaben. Ben steht jetzt auch wieder auf und spielt ein bisschen mit seinem Dino. Und Steffi, Hallöchen. So, ihn lassen wir jetzt auch Hausaufgaben machen. Und ihm kannst du auch helfen. Du hoch Hausaufgaben machen oder bleibst du unten? Er bleibt unten. Keine Ahnung, Sims Sequoia. Du kannst sie zum Beispiel bei uns in den Discord-Channel posten, in Sims-Austausch. Da kannst du sie reinschicken oder kannst ja mal gucken, was du noch so für Plattformen hast, wo du was posten kannst. Aber im Discord gibt es einen Channel, der heißt Sims Austausch, Sims Talk und Support. Da kannst du es zum Beispiel reinschicken. Oder in den Challenge-Channel. Ist eigentlich egal. Oh, ihr ist immer noch übel. Die Arme. Ganz übel. Ja, das hat ihr geholfen. Schön. So, Nadja. Du spielst am Computer? Entschuldigung. Naja, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, Andreas, beim Techtelmechtel schwanger zu werden. Es ist wie im echten Leben. Es funktioniert nicht immer. Aber ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Es kommt natürlich darauf an, ob du Mods im Spiel hast oder so. Kann damit zusammenhängen. Also wenn du Basisspiel hast, dann ist es aber, glaube ich, auch so, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, eine gewisse. Komm mal, geh mal richtig duschen, Maus. Oh, die hören immer nicht auf. Dann geh baden. Wieder ins Bett gegangen. Wieso ist es denn allen schlecht? Harry, Hallöchen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank dir. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, komm, dann geh ein bisschen an den Computer vielleicht. Hm. Und wenn Ben jetzt gleich fertig ist mit Pipi machen, können wir ihm vielleicht noch eine Mahlzeit geben? Ja, Baby, wir machen 80%, das kann sein, ja. Whiskey Cat, Hallöchen. So, das hat ihr gut gefallen. Kannst du ein bisschen spielen? Oh, hier sieht's aus, ey. Widerlich. So, iss mal, Schatz, ne? Iss mal. Schön. Danach kommst du noch in die Badewanne. Dankeschön, Whiskey Cat. Das ist lieb von dir.
Thank you, thank you. Oh. Sie holt sich auch noch was aus dem Kühlschrank. Und den Kleinen stecken wir jetzt in die Badewanne. In ein Schaumbad. Ja. Oh, Kari. Ja, ich hoffe sehr, dass du jetzt auch erstmal gesund bleibst und dass es dich nicht so schnell wieder umhaut, ey. Das ist immer so ätzend, ne? Wenn es einen dann immer so weghaut, so eine Erkältung. Und Sarah, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. So, wenn der kleine Ben in der Badewanne war, dann können wir ihn ins Bett legen. Oh, er muss dringend mal pieseln. Aha, 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 aha. Und noch einen Happen essen. Und dann kann er schlafen gehen. Nadja ist gerade ins Bett. Er mag Videospiele nicht? Wow, falsches Spiel gespielt. Bei mir auch, dankeschön. So. Ab ins Bettchen, Ben. Komm, komm. Chupa Baxenoi heißt, möchtest du schlafen gehen? Und er sagt, ja, 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 doch, 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 doch. Hallo, nicht nochmal baden. Was denn das? Wow. Gar keine Wasserverschwendung. So. Schlaf schön, kleiner Mann. Du kannst schlafen jetzt. Ja, mhm, träum süß. Ich hatte einfach noch nie einen Sim, der keine Videospiele mag. Komisch, oder? Der keine Videospiele mag. Ah ja, mh. Ja, ja, ich find's auch ganz komisch. Irgendwas stimmt doch mit meinen Sims nicht, jo. Schlaf schön. Ah, nein. Sollen wir machen. Hm? Ja, meine Sims sind echt manchmal besonders, du. So, wir können jetzt dann bald den Tannenbaum wegpacken, weil es ist Frühlingsanfang. Indem du auf den Sim klickst, Yuki, und Sim-Kommandos. Sim-Kommandos, Alter festlegen oder sowas und dann altern lassen. Musst du dich mal durchklicken. Ich glaube, wenn du auf den Sim klickst, sondern Sim-Kommandos, müsste das eigentlich sein. Good morning, good morning. Aufstehen gleich. Es ist 3 Uhr, die schlafen noch ein bisschen. Langweilig. Bei dir bricht Twitch die ganze Zeit ab, Kari. Also ich habe keine Verbindungsprobleme. Vielleicht mal komplett schließen die App und nochmal neu starten. Ich glaube, es gab auch ein Update für die App. Rede wie ein Pirattag. Nee. Der Feiertag ist der schlimmste der Welt. So, was machst du? Ey! Jämpfer. Das ist richtig böse. Warum tut er das? Er möchte das eigentlich nicht. Bigfoot möchte das eigentlich nicht. Geh Yoga machen. Das ist eine super Idee. Geh dich mal abreagieren, Schatz. Bei mir klappt es auch nicht wirklich. Ich bin jetzt öfter rausgegangen, aber die Verbindung spinnt. Hä? Bei dir auch, Yuki? Oh, da ist Twitch gerade vielleicht problematisch. Das ist ja kacke. Weil, also ich habe 0% Frame-Drops. Also bei mir müsste alles passen von der Übertragung her an Twitch. Aber es kann auch einfach ein Twitch-Problem sein. Mir ist alles super. Okay. Aha. Hm.
Ich brauche einen Boxsack. Maybe. Ja. Ich glaube, das wollten wir im letzten Stream sogar noch machen. Kann das sein? Irgendwie erinnere ich mich daran. Aber wir haben es nicht gemacht. Ich schaue über die Website. Funktioniert immer einwandfrei. Okay, das ist gut. Na, gucke mal. Da haben wir es sogar auf dem Balkon. Ist doch schön. Missy, hallöchen. Dann kann er vielleicht seine Aggression ein bisschen rauslassen. Ja, Andreas, es geht. Wenn du nicht, also du musst halt gucken, also probier das doch einfach aus. Also du kannst, wenn du die, also ich habe zum Beispiel Vollbildfenstermodus. Dadurch kann ich immer raustappen einfach, ohne dass das Spiel, also ich bin jetzt gerade auf dem zweiten Monitor zum Beispiel. Aber mit Vollbildmodus musst du mal gucken, ob das auch geht. Wenn nicht, musst du halt einfach den Modus umstellen. Das ist ja wie bei jedem anderen Spiel auch. Blöd, Kari, ey. Echt blöd. Habe ich gemacht, ja. Das ist die hier unten. Aber da muss man immer aktiv verkaufen. Wir haben gerade keine Möglichkeit, das jetzt schon wieder aktiv zu verkaufen. Das machen wir dann später, wenn wir wieder ein paar Bilder gemalt haben. Was meinst du, Bimmelbahn? Nee, aber das war, also das, ich lieb, dass du dich nochmal korrigierst, aber das fand ich jetzt nicht so, also das war ja auch noch mit einem Smiley und also das fand ich jetzt absolut fein, wie du das geschrieben hast. Du hast ja auch geschrieben, vielleicht solltest du, also das war in Ordnung. Schlimmer, also ich hätte es jetzt nicht cool gefunden, wenn du geschrieben hättest, kauf einen Boxsack, weil das ist das, was mich immer nervt, wenn jemand sowas in den Chat schreibt, so kauf das, mach dies. Geh dahin. So, ne? Das ist das, was ich halt nicht abhaben kann. Weil das ertrage ich, wenn es 2-3 Mal kommt. Aber wenn du es dann zum 10. Mal hast, dass jemand schreibt, geh das, mach das, tu dies. Das ist dann einfach nur noch super nervig. Weil wir wollen ja miteinander spielen und nicht ich für euch. Ne? Deswegen, das mag ich dann nicht. Aber das hast du ja nicht geschrieben. Du hast ja geschrieben, vielleicht braucht er einen Boxsack. Beziehungsweise vielleicht solltest du doch mal einen Boxsack kaufen. Das ist ja, ne? Fein. Also das ist ja auch kein Backseat-Gaming. Das ist ja auch nur so ein, hey, vielleicht, wäre doch cool. Das ist so eine gute Idee, wenn. Das ist absolut fein. Wir hatten das vorhin schon. Ich habe vorhin schon wieder so 2 Nachrichten überlesen, die schon wieder in die Richtung gegangen sind. Von wegen, mach mal, tu dies. Und dann dachte ich mir schon so, nee, jetzt einfach. Dann hätte ich erst was gesagt, wenn die Person das noch 3 Mal geschickt hätte. Dann wäre ich ungeduldig geworden. Welche Tastenkombi? Eine erste Generation glückliche Familie, aber Teenager wird plötzlich schwanger. Ist wirklich so passiert. Generation 2, Teenager will das Kind aufziehen und dabei studieren. Hat vorher die Highschool abgeschlossen und nun ist sie fast fertig und wird wieder ungewollt schwanger. Diesmal freut sie sich aber, der Kerl, aber sie nicht. Okay. Ja, wild, ne? Wild, 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 wild. Immer ein bisschen Drama, Leute. Ihr wollt immer Drama. Was haben wir hier? Mike macht eine Phase durch. Er hat eine gemeine Phase eingeläutet und ist fies zu anderen Sims. Mike. Einfach schön, dass er so ein Lieber ist, ne? Ach, er streitet mit seiner Schwester, verstehe. Macht ihr noch Schönes am heutigen Samstag? Also ich werde nach dem Stream noch arbeiten. Und dann habe ich nichts geplant. Der muss einfach mal in den Arm genommen werden. Meinst du? Ich weiß es nicht. Wer jemand ist, der gerne gedrückt wird. Können wir mit allen mal was spielen? Kommt, Leute, lasst uns mal was spielen. Komm, Nadja, setz dich. Nadja hat gar keinen Bock. Oh, Lenubalo. Samia, hallöchen. Mit Ben wird die nächste Generation weitergehen.
Also mit unserem Jüngsten sozusagen. Wie sie sich freut, weil sie ein Puzzleteil gefunden hat. Ach nee, die spielen Scribble oder wie man das nennt. Nee, wie nennt man das? Romy? Nee, Scribble. Ach, was weiß denn ich? Spiel. Das kommt mit dem neuen Pack zusammenwachsen, Anna. Domino? Romy Cup? Ich weiß nicht, die verbinden die Sachen. Vielleicht ist es Dings da. Ne? Oh, wie cool! Alex, viel Spaß mit den Säuglingen. Du wirst bestimmt nicht ausrasten mit ihnen. Nein. 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 Das wird ganz toll, Alex. Schön. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem neuen Pack. Nein, nein, du wirst nicht ausrasten. In? Scrabble, ja doch, Scrabble, Leute. Ja, ich bin mal gespannt. Warte mal, wo stand jetzt was mit Sonnenschein? Wer ist ein Sonnenschein? Also ich glaube, Ben ist kein Sonnenschein. Ben ist ein kleiner Bösling. Anhänglich hat, hasst es getragen zu werden, wählerisch beim Essen und zerstörerisch. Er ist ein kleiner Bösling. Ach, guck mal. Ach so, er kann nicht interagieren. Schade. Ich find's so süß, dass sie so einen Spielenachmittag machen. Guckt mal. Oder Vormittag besser gesagt. Mittag. Ach was. Einfach so ein Tag halt. Egal. Ich habe ein Kleinkind und zwei Säuglinge. Ist sehr anstrengend, das glaube ich dir, ey. Yuki, bei sowas kannst du auch immer googeln. Also da kriegst du ja genau so eine Antwort. Ansonsten, wenn du auf deinen Sim klickst, unter, also ich glaube, dass es manchmal sogar schneller ist, sowas einfach zu googeln. MC Command Center, Kommandos und Alter festlegen. Also Sim-Kommandos. Ich weiß ja nicht, seit wann du weg warst, Franzi. Süß, sehr schön. Aber ich kann ja nicht wissen, seit wann du weggegangen bist. Ja, der ist ein kleiner Bösling. Seit 12, ja, keine Ahnung. Also, guck einfach, was, wenn du was wissen willst, dann frag einfach. Ich weiß jetzt ja nicht, was alles passiert ist seit 12. Also, hab ja nicht auf die Uhr geguckt. Wenn du irgendwo was nicht weißt, dann kannst du ja fragen. Und Jessica, hallöchen. Okay. Was ist sie denn so traurig? Gestrandet. Ocean spürt, wie das Meer sie ruft, wie frustrierend es ist, dieses diesem fixierten, trockenen Land zu sein. Müssen wir einen Urlaub machen? Willkommen zurück, Momo. Sollen wir mal einen Urlaub machen? Vielleicht sollten wir einen kleinen Kurztrip machen, ha? Huh? Meine Family. Mit der ganzen Family. Nachdenkliche Hallöchen. Sollen wir einen kleinen Trip machen? Einen Urlaubstrip, ha? Huh? Family. Ocean will mehr. Ja. Komm, wir machen einen Sulani-Urlaub. Reisen. Urlaub nehmen. Mit der ganzen Familie. Ey, wisst ihr, wen wir noch mitnehmen? Wir nehmen Austin noch mit. Wir machen mit Austin auch einen Urlaub, ha? Ja. Ich glaube, das ist die Wonderful Whims Mod, Jessica. Du kannst mal in die Modliste schauen. Entweder Wonderful Whims oder Education Overhaul. Aber ich glaube, Wonderful Whims ist das. Und dann kannst du einfach mal gucken, bei welcher Mod das dabei steht und die Beschreibung dazu lesen. Weil in den Mod-Beschreibungen steht immer drin, wie du Sachen ein- und ausschaltest. Einfach mal vom Creator selbst die Mod-Beschreibung durchlesen. Also ich habe zum Beispiel die Wonderful Whims gemacht. Dann gehen wir mal nach Sulani. Und also wir können in unserem alten... Ach komm, wir gehen dahin, wo wir auch mit unserer Mom waren. Das ist ja das uralte Grundstück, wo wir mal gelebt haben. Aber das ist ja eigentlich ganz schön. Da machen wir doch da, ich sag mal, 2 Tage Urlaub. Wir können immer noch verlängern, wenn wir wollen. Oder auch nochmal verkürzen. Da sind wir ja komplett frei.
Und ich würde sagen, dann machen wir eine ganz kurze Kaffee-holen-Pipi-Pause. Und dann werden wir Urlaub machen. Ich glaube, das tut der Familie richtig gut, einfach mal ein bisschen rauszukommen und mal ein bisschen was anderes auch zu erleben. Oder? Das ist schon schön. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen die Beziehung der Familienmitglieder ein bisschen binden, weil aktuell haben wir noch nicht so viel Storytelling gemacht. Das heißt, wir haben noch nicht so eine hohe Bindung mit der Familie. Wäre, glaube ich, ganz gut. Schon schön. Ja, ist schon schön. So, wir drücken Pause. Oh, hallo! Austin, oh, der Schatz, ne? Wir schalten mal Enable Free Build an. So. Und Alina, hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Schon schön, ja. Ist schon schön, Leute. So, während der Baumodus lädt, das dauert jetzt. Machen wir jetzt eine kurze Babypause, okay? Machen wir? Ja. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz nochmal das Haus an. Ach, da hatten wir die Kücheninsel weggemacht, ne? Weil die ein bisschen buggy war. Wir haben hier ein Bett, wir haben... Haben wir auch ein Töpfchen? Ich glaube hier unten, ne? Ja. Ups. Ach, wie schön, Lena. War eine schöne Zeit. Hey, was ist denn das Schönes? Oha. Aus dem Debug. Vom neuen Pack. Hey, wie cool. Celine, hallöchen. Kurz die Pause bei der besten Streamerin genießen. Bis es gleich mit dem Geburtstag von meinem Freund losgeht. Oh, Celine, ich wünsche euch einen ganz wundervollen Tag. Genießt den Tag. Hab eine schöne Geburtstagsfeier und liebe Grüße an deinen Freund und Happy Birthday. Ich wünsche ihm ganz viel Gesundheit, ganz viel Glück und ganz viel Liebe in seinem neuen Lebensjahr. Wie schön. Oh, das ist aber auch eine schöne Palme, ne? Kommt noch mit dem neuen Pack. Was ist denn das alles hier? Bezeug da. Eine Yacht ins Wasser stellen. Nee. Nein, Mann. Waffeln! Ja, 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 ja. Ich weiß leider nicht, wie ich dich ausspreche. Kannst du es mir schreiben in den Chat, wie ich dich am besten aussprechen kann? Ich glaube, ich krieg das nicht hin, wenn ich es jetzt probiere. Schickst du mir ein Paket mit Waffeln vorbei? Leute, dann habe ich ja wieder gar keine mehr. Na, gucke mal, was für schöne Steine auch, gell? Oh nein, was war denn jetzt los? Ich bin geglitschert. Oh. Also, das ist ja schon schön, ne? Auch. Also, schöner Debug mit dem neuen Pack. Möchte ich mal kurz erwähnen. Ja, I don't know. Nee, kriege ich nicht hin. Tut mir leid. Also, keine Ahnung. Du kannst mir auch... Nee, also kriege ich nicht hin. Kannst du es schreiben, wie man es ausspricht? Also sowas wie... Keine Ahnung. Janine spricht man ja auch nicht Janina aus, sondern Janine. Und das kann man ja schreiben, wie man es ausspricht. Also dann gebe ich mir gerne Mühe, das richtig zu machen. Aber das kann ich nicht aussprechen. Und Hiva, hallöchen. Willkommen im Stream. Jetzt will ich auch Waffeln. Tut mir leid, Leute. Ich wollte euch jetzt nicht so scharf auf Waffeln machen. Sonst gibt's morgen Waffeln. Heute ist meine Mutti mit New York Cheesecake. Lecker! Oh, das hört sich sehr, sehr lecker an. Sehr, sehr lecker. Für was Waffeln? Also diese, was für Waffeln? Ja, genau, diese herzförmigen. Keine belgischen Waffeln, sondern diese, hey, mit dem Herz. Voll lecker. Ja, gut, was, ey, das ist ja auch ein schöner Steg. Guckt mal. Oh, wow. Wow. Und schön. Genau, Teddy. Also bei mir gibt es hauptsächlich Sims 4, also größtenteils. Versuch zwischendurch mal wieder was anderes zu spielen, aber irgendwie lande ich dann doch immer bei Sims 4 und das ist eigentlich mein Main-Content. Gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal nur Sims 4. Genau, das ist einfach mein Main-Content und ich fühle mich damit immer am wohlsten, das zu spielen. Und die Community hat sich auch schon so sehr daran gewöhnt, dass es bei mir immer Sims 4 gibt, dass alle immer sehr verwirrt sind, wenn ich mal kein Sims 4 spiele. Ja, so ist es. Guckt euch mal bitte diese schöne Pflanzenbeete an. Die sind halt auch neu. Ist doch auch Debug, oder? Ja, tatsächlich. Ja, die gibt es zwar nur in einer Farbe, aber richtig schön, oder? Cool. Klar, Muffin. Ey, schön. Ich meine, nicht so, dass wir das jetzt brauchen, ne? Aber ist schon cool.
auch schon benutzt, weil die so schön sind. Ich habe die noch nie gesehen. Also gut, die kamen jetzt auch erst mit dem neuen Pack rein, aber ich habe die tatsächlich noch nicht gesehen. Ja. Hey, ja, lassen wir auf jeden Fall weg. Was wollte ich denn jetzt eigentlich platzieren? Ich glaube, ich wollte noch Kinderspielsachen hinmachen. Und vielleicht auch eine Staffelei für Ocean. Oh mein Gott, als wir das letzte Mal hier waren, war Ocean einfach noch ein kleines Kind, ne? Krass. Da hat sie mit ihrem Dad hier Schach gespielt. Oh, irgendwie schön. Irgendwie auch traurig, dass das schon so lange her ist. Wo ist denn die Staffelei schon wieder? Hier. Hm. Eigentlich reicht, oder? Passt schon, wir drücken jetzt einfach mal Play. Also Austin ist der Bruder von Ocean, der ist auch zu Besuch jetzt, der ist mitgekommen in den Urlaub. Ich glaube, die beiden kennen sich auch noch gar nicht. Die haben sich noch nicht kennengelernt. Deswegen stell dich mal freundlich vor bei deinem Onkel. Hi, ich bin Mike. Hi Mike, Mensch, cool, dass du jetzt eingezogen bist bei Ocean und den Kindern. Ja, cool. Wenn du irgendwas brauchst, sag mir Bescheid. Wir können auch mal was zusammen machen oder so. Also wenn du Lust hast, wir können was unternehmen. Und er denkt jetzt so, ja, okay. Mhm. Ich meine, ich glaube, dass Mike sehr zurückhaltend ist und dieses Happy Family Ding jetzt gar nicht so sehr mag, wie Austin zum Beispiel, der ja total familienbewusst ist und es ist ständig ruft er ja seine Schwester Ocean an, fragt, wie es ihr geht und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass ihm das schon sehr viel wichtiger ist, die Familie, als jetzt, ja, ihm, ne? So, wir werden jetzt mit Mike ein bisschen auf die Spielrutsche gehen. Vielleicht geht er ja mit. Mike, kommst du mit? Wollen wir rutschen? Und er geht mit. Denke ich mal. Oder doch? Ja, doch. Und unser kleiner Fratz kriegt was zu essen. Haben wir keinen Hochstuhl. Oh, Mann! Wir haben keinen Hochstuhl, Leute. Naja, muss er so essen. Geht auch, ne? Geht auch. Egal. Setz dich mal hier hin. Die Mama kocht gerade was. Ich hoffe für alle. Und dann kannst du auch was davon essen. Nadja ist jetzt zum Kind geworden, genau. Boah, das sieht voll lecker aus. Das ist eine Gemüsepfanne. Kleiner Raufbold. Macht schon wieder Unfug, ne? Nee, Ocean. Das ist jetzt ein Gericht. Ach, das mag ich immer nicht, Leute, wenn die nur ein Gericht kochen, ne? Ewig lang am Kochen und dann nur ein Gericht. Können wir zusammen kochen vielleicht? Mit Austin gemeinsam? Ein tolles Dinner machen. Kerstin, Hallöchen und Girl at Home, Hallöchen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank dir für die nachträglichen Glückwünsche. Ich hoffe, dir geht's gut. Komm, wir machen frittiertes Gemüse. Yummy. So, Girl, lass die anderen mal machen. Du kannst nochmal ein bisschen rutschen gehen. Mike. Wieso ist er denn beschämt? Trickkatastrophe. Da müssen wir schon hin, ne? Und Shira war ja, dankeschön für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Boah, Leute, da müssen wir aber jetzt schon hin. Das geht um den Abschlussball. Und eigentlich ist es ja so, dass wir noch gar nicht, also wir haben ja noch gar nicht wirklich viel mit Mike gespielt. Und vielleicht mag er sie ja. Wir wissen ja noch gar nicht, ob er irgendwie Freunde hat oder Freundinnen oder, ne? Vielleicht gehen wir da hin. Müssen da hin. Das ist sein letztes Abschlussjahr. Bevor er zum jungen Erwachsenen wird. Das ist ein Abschlussball, Leute. Das ist der Abschluss. Seht ihr? Der einzige, das ist der letzte Ball. Der Abschlussball, also. Ne? Doch. Das ist der letzte Ball, also der Abschlussball. Der letzte Abschlussball. Ja, wichtige Dinge. Ah.
sie hier hat angerufen. Mikaela? Oh, hi, Girl. Wir stellen uns mal freundlich vor. Gut, dass wir gerade noch in Sulani waren und es hier schneit. Ich meine ja nur. Der Liste. Oh, hat eine gute Kompatibilität mit Austin. Oh Mann, er findet sie unattraktiv. Mike, Mann. Ja, sie ist junge Erwachsene. Oh nein, Sasa. Ich hoffe, du kommst gut voran. Ich bin noch nie den Abschlussball spielen. Mein Spiel hängt sich dann immer auf und ich lade einfach in der Nachbarschaft. Muss die Familie wieder zum Spielen auswählen. Alisa, passiert das immer oder hast du die Schule und die Highschool ersetzt? Also die Highschool und die... Oh, was ist denn das heute? Hast du das Gebäude ersetzt oder spielst du Vanilla? Also hast du ganz normal die Gebäude so gelassen, wie sie sind? Weil das hört sich nach einem Problem an, wenn das Gebäude nicht zu betreten ist. Das habe ich auch manchmal. Aber nur wenn ich Häuser aus der Galerie runterlade, passiert mir das manchmal. Kannst du sie trotzdem kennenlernen? Ich meine, es ist ja nicht schlimm, wenn er sie jetzt nicht super attraktiv findet. Attraktivität kommt ja auch immer von innen. Und er findet sie ja nur gerade optisch nicht ganz so attraktiv. Das heißt ja aber nicht, dass er sie nicht innerlich attraktiv finden kann. Gesundheit. Dankeschön, Shelly. Und Hallöchen. Dankeschön. Dankeschön, Teddy. Das freut mich. Oh Gott. Also diese Challenge, die wir jetzt gerade spielen, die haben wir schon mal gespielt, 2019, also schon ganz lange her. Und ich habe die nochmal verändert von den Regeln und spielen die praktisch jetzt ein zweites Mal. Aber die meisten haben die damals gar nicht gesehen, weil natürlich meine Community auch noch ein bisschen kleiner war damals. Und wenige haben sie gesehen. Und selbst die, die sie gesehen haben, für die ist das jetzt auch wieder ganz neu, weil sich jetzt so viel geändert hat nochmal. Und ich dachte gerade, die gehen Techtelmechtel, ne? Uff, ja, okay, zum Glück gehen sie in die Küche und essen was. Und ich habe die Disney Legacy schon gespielt, die habe ich komplett durch. Ein paar von den Szenarien habe ich schon gespielt auf meinem YouTube-Kanal, auf dem Zweitkanal. Kannst du die auch nachträglich anschauen, wenn du möchtest. Dankeschön, Ace. Ich habe auch die Generationen bis Belle, bis Mulan, muss ich nochmal aktualisieren, bis Mulan zusammengefasst. Also wir haben die schon durchgespielt und sind bis zu... Also unsere letzte Generation war... Aladdin? Aber ich habe Aladdin nicht mehr gespielt. Ich habe Aladdin mit seiner Jasmin in die Galerie hochgeladen, habe das sozusagen offen gelassen, das Ende. Aber Mulan ist beendet sozusagen. Bis Mulan haben wir gespielt, die Disney Legacy. Ja, genau. Ich habe, glaube ich, Mulan. Mal echt gucken, ne? Wahrscheinlich doch nicht hochgeladen. Ich glaube, ich habe nur die Geschichte geschrieben. Hm. Er hat keine Kompatibilität mit ihr. Disney? Nee, tatsächlich. Ja, Belle war die letzte. Ja. Habe ich nicht hochgeladen. Also habe ich auch nicht gemacht dann. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal noch mache. Ja, war ja eine super Sache hier. Ich hoffe, der Abschlussball geht gleich los. Ich hoffe, dass dann da mehr Leute sind. Xenia, hallöchen. Ich habe Neues platziert, aber ich meine, dass es vorher auch schon war. Aber vielleicht versuche ich mal ein originales Gebäude sozusagen wieder zu platzieren. Müsste ja in der Galerie zu finden sein, ja. Oder,
Ja, müsste zu finden sein. Ich glaube, das ist. Oder du versuchst einfach was anderes zu platzieren, Alisa, weil das hört sich echt so an, als wäre das irgendwie kaputt. Weil das habe ich das Problem, wenn ich auf dem Grundstück reisen will aus der Galerie, das aber irgendwie buggy ist, dann passiert mir das. Voll komisch, Sasa. Drillinge. Denkt dran, dass ihr auch dass ihr die Familie zu Besuch einladen könnt. Und denkt dran, dass ihr ebenfalls eine Nanny engagieren könnt, gell? So. Vanessa haben wir hier. Hallo, liebe Vanessa. Good day. Stell dich doch mal bei Vanessa vor. Hi, Vanessa. Oh, die Haare gefallen mir nicht. Sehen voll glitchy aus. Jetzt nicht tanzen. Ah, okay. Sully. Oh, wir haben eine gute Kompatibilität. Wie findest du Vanessa? Als normal empfunden. Oh. Da könnte doch also. Tschä. Das Ding ist, wir müssen das Ganze jetzt ein bisschen schneller angehen, wenn wir ihm eine Beziehung suchen wollen, weil... So auch eine? Nee, ist eine Erwachsene. Weil wir haben ja seine ganze Lebenszeit sozusagen verpasst. Wir wollen ja trotzdem, dass er jemanden findet, ne? Kannst du sie kennenlernen? Oh, ich muss hier echt noch... Oh, guck mal, das ist voll hochgegangen, weil sie eine gute Kompatibilität haben zusammen. Das ist cool. Genau, Heva. Oder Hiva? Heva? Oh mein Gott, sie sind schon bei der Hälfte! Das ging so schnell hoch! Richtig schön! Nett mit dem Typen tanzen! Wir wollen mit dir tanzen! Wir wollen doch zusammen tanzen. Weg da. Ist ja schon leer. Eliza, danke schön für deinen Follow. Und Cookie Zimmer, danke schön auch dir für deinen Follow. Willkommen im Stream, ihr beiden. Ja, es ist ein bisschen kalt. YouTube streicht wieder die Musik raus, ey. Fühle ich auch mal ein bisschen zu sehr, die Musik. Mein Gott, wir verstehen uns so gut mit Vanessa. Wir müssen in den Kass gehen, girl. Kleines Umstyling. Warum ich keinen Alert habe, wenn jemand einen Follow da lässt, Sasa, das liegt einfach daran, dass wir mittlerweile eine relativ große Community haben und doch schon relativ viele Follows reinkommen. Und dann sind die ganze Zeit Alerts im Hintergrund. Die haben ja auch so schon viele Alerts, ne, durch die Resubs und durch Bits zum Beispiel. Und das ist schon viel dann immer, wenn jedes Mal ein Alert kommt. Und ich sehe die Follows ja trotzdem und ich bedanke mich ja trotzdem eigentlich immer. Manchmal dauert es ein paar Minuten länger, aber das ist ein bisschen angenehmer für die Zuschauer, die einfach nur Gameplay halt schauen wollen, weil sonst kommen die ganze Zeit Alerts und dann hast du nur noch irgendwie überall Gebinge. Hey, könnt ihr euch bitte jetzt nicht streiten? Deswegen habe ich das vor einem Jahr schon einfach stumm gemacht. Weil die meisten sind ja auch hier, um das Gameplay zu sehen, weißt du? Willkommen zurück, Sarah. Also wir müssen uns jetzt noch ein bisschen unterhalten. Es gab ein bisschen Schwierigkeiten gerade. Hier ist ein bisschen kalt. Ich würde ihr meine Jacke anbieten. Ah.
Brauchst du meine Jacke? Nein, ich kann mich selbst warm halten. Okay. War nicht so begeistert darüber jetzt, ne? Toll, Leute, toll. Wir tratschen ein bisschen. Tratschen ist immer gut. Tratschen ist eine schöne Sache. Wisst ihr? Doch. Warte, wir müssen mal kurz in den Cast, Girl. Pepe, wa? So, was ist denn das für eine Frisur? Warum ist denn die so glitchy? Mit den Haaren los. Nicht. Sehen ganz glitchy aus. Ihr kriegt erstmal einen Skin, die Lady. Einen schönen Skin. Oh, die Augenbrauen sind maximal wild, ne? Wie findest du das neue Pack? Also ich bin sehr begeistert von dem neuen Pack und ich finde, dass sehr, sehr viele Inhalte sehr viel Gameplay mit reinbringen. Also ich habe ja sehr viel, lege ich Wert auf Familien-Gameplay und ich spiele ja hauptsächlich mit Generationen. Und gerade dafür ist das Pack natürlich super, um auch die Generationen so ein bisschen zu integrieren und zu kombinieren miteinander. Bin ein großer Fan von dem Pack. Ja, vielleicht mag sie auch lustiger meine Interaktion. Aber es ging schon relativ stark runter, gerade als er versucht hat, lustig zu sein. Also sie war nicht so happy darüber, ne? Also sie war jetzt nicht ganz so happy über die Interaktion. Warum sind die Haare kaputt? Hola, my girl, what's wrong? Why your hair's broken? Hä? Was denn das? Wann das? Hat er irgendwas auf dem Kopf gehabt? Jetzt müsste es wieder gehen. Komisch, hä? Das war ja komisch, du. Und Lisa, hallöchen. Da war irgendwas auf ihrem Kopf gewesen. Komisch. Komisch. Now is it working? Ah, sie ist eine schöne Maus. Oh, gucke mal. Wow! Hey, übertreib mal deine Base nicht so. Du bist ein bisschen zu schön auch. Das gehört ja verboten. Miss, ihr Gesicht gehört ein bisschen verboten auch. Oh mein Gott, gucke mal. Ah, Senixe, darüber möchte ich gar nicht so gerne reden im Stream. Ich finde, das ist, bin ich so ein Fan von der Mod, ehrlich gesagt. Also ich weiß, Lebenssimulation und so, aber ja, weiß nicht. Also, ich würde das nicht im Spiel haben wollen, deswegen weiß ich nicht, ob ich da so gern drüber sprechen würde, weil außerdem ist das auch so ein relativ großes Trigger-Thema, deswegen, also, ja, lassen wir das einfach. Ich finde sie sehr besonders. Ja, sie hat ein richtig schönes Gesicht. Habe ja jetzt natürlich ein schönes Alltags-Make-up gegeben, ne? So, ich gebe ihr jetzt mal ein schönes Outfit. Wir gucken mal, was wir da so haben. Danke, Ace. Also wir könnten ihr... Ach nee, komm, ich kombiniere selbst. Kann das. Das ist sehr hübsch. Auch schön. Hab ich gerade einen Kaffee getrunken, bin trotzdem müde, ne? Der Skin ist richtig schön, gell? Ja, der bringt nämlich auch ein bisschen Körperdetails mit rein. Finde ich bei den meisten Skins irgendwie so schade, dass es eben nicht so ist. Und der hat eine richtig schöne Struktur. Eben, dass er halt auch so ein bisschen Dehnungsstreifen mit anzeigen kann und so. So, dann lasst uns mal schauen. Die Hose sollte über den Bauch gehen. Das haben wir natürlich schon direkt wieder eine Herausforderung. Weil die meisten Hosen ja dann doch so ein bisschen unter dem Bauch sitzen.
mag das nicht, wenn die alle bauchfrei sind bei mir. Ich habe so viele Crop-Tops einfach. Also die Hose ist sehr schön. Wobei das eher eine Sommerhose ist, ne? Nati, Hallöchen und Sternfee, Hallöchen. Ich habe auch solche Skins, aber leider die meisten Muskeln andeuten, was halt einfach nicht immer passt. Ja, das stimmt. Ich weiß auch gar nicht mehr, von welchem Creator dieser Skin war. Vielleicht auch Sims 3 Melancholic, aber die meisten Skins da. I don't know. Oh, die Hose ist aber auch schön. Ah, da ist dann... Ah, da glitscht es dann zu sehr. Guck mal! Wie sogar die Farbe richtig gut passt. Hä, voll schön. Wow. Hey, girl. Richtig hübsch. Nee, die Schuhe mag ich nicht. Sehen die Füße so eng aus. Marlene Sim hat viele solcher Skins. Ah, das kann auch sein. Gell, Nele? Ist ein schöner Skin. Und Kira, Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Das ist eventuell... Also, wir machen also... Akimikado, pass auf. Es ist ja so, dass unser Sohn Mike, der ist ja eigentlich schon lange in der Schule und lebt ja auch schon lange dort und so weiter und so weiter. Also nicht in der Schule, aber im Sims-Leben. Wir haben ja sein Highschool-Leben komplett übersprungen eigentlich. Deswegen habe ich mir gedacht, gehen wir mit ihm auf den Abschlussball. Da waren wir gerade und er hat sie kennengelernt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass die beiden schon ganz viele Jahre zusammen in der Klasse sind und jetzt merken, hey, es ist Abschluss, das heißt, sie sehen sich bald nicht mehr. Und vielleicht funkt es ja jetzt zwischen den beiden. Ich will das jetzt auch nicht so krass erzwingen. Ich hoffe, das ist für euch jetzt auch nicht alles zu schnell, aber ihr müsst halt euch vorstellen, dass er ja bevor er zu uns in die Familie gekommen ist, ja schon ein Schulleben hatte. Und ich glaube schon, dass es realistisch ist, dass er auch eine Freundin haben könnte, so plötzlich jetzt. Ja, wir haben uns damit halt noch gar nicht auseinandergesetzt, deswegen geht es bei ihm jetzt wesentlich schneller als bei anderen Sims. Aber er hat sich halt direkt gut mit ihr verstanden. Ich hoffe halt nur, dass er, nachdem wir sie jetzt umgestylt haben, sie immer noch attraktiv findet, ne? Weil das ist natürlich so eine Sache. Beim Umstyling kann das halt auch weggehen dann. Ich hoffe nicht. Oh, das ist auch hübsch. Oh, das Kleid steht ihr sehr gut. Das betont auch ihre Figur sehr gut, ohne dass es unvorteilhaft wirkt. Das ist bei manchen Kleidern von EA, beziehungsweise gerade bei den Custom-Content-Kleidern, oft auch leider nicht so schön, ne? Also manche Kleider wirken bei den unterschiedlichen Körperformen super unvorteilhaft. Dabei, ne, macht das gar keinen Sinn, weil die Sims ja trotzdem einen schönen Körper haben. Aber dann wirken die so, also gerade hier zum Beispiel, das sieht sehr hübsch aus. Wobei das im Dekolleté jetzt nicht so schön sitzt. Aber es gibt einfach Maxis Match-Kleider, beziehungsweise Alpha-CC-Kleider, die dann... Oh, wobei, das sieht alles gut aus. Wo es dann so komisch reinglitscht auch, aber holy Möhrchen, diese Brüste. Uff. Ja, girl! Aber der Skin ist auch einfach toll. Nö, also bisher war alles gut. Ja, okay, das... Nö, die passen sich eigentlich alle ganz gut ihre Figur an. Was nehmen wir denn? Uff. Oh, das ist übel, ey. Oi. Also, das gehört ja verboten, du! Nee, so lasse ich dich nicht vor die Tür, Fräulein. Nein! Ist auch viel zu kurz. Wie kann man denn so... Also, das ist doch viel zu kurz! Ey! Das geht nicht. Viel zu kurz. Ey, das wird ja immer kürzer. So lasse ich sie nicht raus, Leute. Sag ich euch, nein. Könnte mein Dekolleté sein. Momo. Raro. Da kann ich nie mitreden. Eieiei. Wie schön sie ihre Hand macht. Guck mal. Das ist auch sehr hübsch. Auch sehr schön. So ein Hosendings. Wie nennt man das? Nicht Hosen. Jumpsuit. Das finde ich aber im Schritt irgendwie nicht so schön geschnitten, leider. Da ist der hier schon ein bisschen schöner.
Wobei der andere an den Hüften schöner aussieht. Das ist ein Dilemma. Oh, das ist hübsch. Oh, gucket mal in Rot. Es ist nicht so toll, große Oberweite zu haben. Ich weiß, ja. Höre ich immer wieder, dass es natürlich auch zu anderen Problemen führt. Das weiß ich. Also nicht aus eigener Erfahrung, wie gesagt, aber ich weiß, dass es auch nicht so das Beste ist. Wer ist es eigentlich? Eventuell die neue Freundin von unserem Adoptivsohn Mike. Wir wissen es gerade noch nicht, aber eventuell. Oh, nee. Sehr schön bist du. Dann lass uns ihr... Wieso stylen wir eigentlich jetzt schon wieder ewig rum hier? Normal, ne? Oh mein Gott, wie kann sie denn so ein süßes Gesicht haben? Girl, stop it! Sie hat so ein hübsches Gesicht einfach auch. Ich kann nicht mehr. Er muss mit ihr zusammenkommen, Leute. Was soll man denn machen? Oh nee, der Lippenstift ist nix. Nee, Io, nein. Mein Gott! Vielleicht beim Party-Outfit, Anouk, können wir machen. Ja, Akimikano, also für mich ist es eigentlich wurscht. Also es ist egal, welchen Körperbau die Sims haben. Ich finde es wichtig, dass nicht alle... Also ich muss schon sagen, natürlich, also es fühlt sich für mich... Also natürlich spiele ich schon gerne Barbie. Und habt das natürlich auch das perfekte Gesicht, die perfekte Augenpartie, die perfekten Haare mit dem perfekten Wellenschwung. Das habe ich dann. Und auch Sim mit schönen großen Brüsten, einem schönen Po. Also so dieses Standardbild, was man. Also dieses, dieses veraltete Modelmaß, sage ich jetzt mal. Weil auch in der Modelbranche ändert sich das ja ganz stark mittlerweile. Aber natürlich habe ich das auch irgendwie im Kopf, weil ich das ja auch mein Leben lang irgendwie so als Ideal vorgelebt bekommen habe von allen Seiten. Gerade bei Sims finde ich es aber schön auch zu sagen, so hey, ne, mein Sim hat halt nach der Schwangerschaft auch mal ein bisschen mehr auf den Hüften oder von Natur aus einfach auch ne, schon immer ein bisschen mehr auf den Hüften gehabt oder so. Oder auch mein Sim hat halt einen sehr schmalen Mund oder eine sehr große Nase oder kleine Brüste, einen großen Po, große Oberschenkel, aber vielleicht auch eine sehr schmale Taille, dafür aber größere Oberschenkel. Ne, gerade das finde ich ja bei Sims so schön und deswegen liebe ich auch dieses Generationen-Play damit. Und ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber das neue Zusammenwachsen-Let's Play, das ich auf meinem YouTube-Kanal gestartet habe, da habe ich tatsächlich die Sims über die Genetik erstellt. Ich habe sie nicht einfach erstellt und so bearbeitet, sondern ich habe die Mama und den Papa erstellt und dann über die Genetik die Kinder erstellt. Also Claire ist über die Genetik entstanden, genauso auch wie Spencer. Und das finde ich halt super wichtig, dass die Sims nicht immer einfach nur erstellt werden und dann zurechtgeschoben werden, sondern... Ne? Unterschiedlich halt auch einfach ist, dass sie auch ein besonderes Gesicht bekommen, ein anderes Gesicht, dass nicht immer die Nase perfekt ist. Wie oft hatte ich schon seit meiner Twitch-Zeit im Chat Nachrichten wie, boah, die Nase ist aber groß, oh, die Augen sind aber klein, oh, die Lippen wirken aber zu klein oder zu groß. So, nee, wirken sie nicht. Das ist doch schön, dass unser Sim nicht 0815 ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß, dass das immer noch in unseren Köpfen drin ist, gerade in meiner Generation natürlich auch, weil wir immer damit aufgewachsen sind, dass ein Sim immer die perfekten Maße oder dass ein Mensch dieses, wie ist es, 0815, keine Ahnung, wie nennt man denn diese Maße? 60, 80, was weiß ich, kann mir das nicht mal merken. Ne, diese Standardmaße oder damit kannst du zum Modeln gehen, wenn du zu dick bist, kannst du kein Model werden und so weiter und so weiter. Das hat sich alles so stark gewandelt und das ist auch ganz wundervoll so. Und auch bei Sims. 90, 60, 90. Okay, das sind so diese Standardmaße, von denen die immer sprechen. Ja, wer hat die? Also ich habe sie nicht. aber ihr wisst, was ich damit meine. Ne? Und das finde ich halt eben so schön, dass man bei Sims natürlich auch ein bisschen variieren kann. Das heißt nicht, dass ich es nicht auch schön finde, wenn meine Sims sehr schlank sind und schöne Brüste und schönen Po haben. Das finde ich ja auch schön, weil dann die Klamotten halt perfekt sitzen. Weil die meisten Sims-CC-Klamotten sind halt eben auch auf diese perfekten Maße angepasst. Wenn ihr CC-Shoppen seid, habt ihr fast nur... total schlanke Sims in der Auswahl. Es ist einfach so. Das ist immer noch so. Das wird sich auch, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht so schnell ändern. Aber ich finde es genau perfekt, unperfekt. Das ist das Schönste, was es gibt. Und das liebe ich einfach so bei Sims. Und sie ist jetzt auch natürlich, dadurch, dass sie den... Guck mal zum Beispiel jetzt hier das Seitenprofil. Von vorne
und das Seitenprofil. Es ist nicht das Standardgesicht, was die Sims alle haben. Das finde ich so schön. Und das kann man natürlich auch mit den Skins nochmal ein bisschen unterheben. Aber auch, ja, die Nase. Ich finde es schön, wenn die Sims nicht einfach immer diese Standard-Klick-Sachen haben, ne, die man so anklicken kann, sondern dass sie einfach ein bisschen individuell sind. Ich kann euch gleich gerne nochmal unsere Ocean in der Nahaufnahme zeigen, wenn wir gleich wieder daheim sind. Ocean hat auch ein ganz, ganz individuelles Gesicht und das macht sie so hübsch einfach. Bei Ocean ist es so, ich finde, sie ist nicht auf den ersten Blick wunderschön, sie ist auf den zweiten und dritten Blick wunderschön, so wie wir alle. Also es gibt wenige Menschen, die man trifft, wo man sagt, boah, auf den ersten Blick wunderschön. Sondern es ist ganz oft so, auch jetzt gerade, ich weiß, Germany's Next Topmodel steht in Kritik, wenn ihr es nicht gucken wollt, ist das völlig fein. Ich nehme es jetzt nur kurz als Beispiel. Auch bei Germany's Next Topmodel, da sind wieder Models dabei, bei denen du dir denkst, so auf den ersten Blick, na gut, ist bestimmt ganz schön, aber so hübsch finde ich die jetzt gar nicht. Aber sobald sie dann mal, und damit meine ich jetzt nicht, wenn sie geschminkt sind, ne, weil klar, macht Schminke nochmal was aus, aber ich meine auch, wenn sie dann für Bilder posieren oder für einen Laufsteg posieren, wenn sie sich dann aus dem normalen Gespräch raus in so ein Model-Business reinstellen, ne, und auf dem Laufsteg laufen oder auch einfach für ein Foto posieren, auch ohne Schminke, ist ganz egal, dann merkt man plötzlich, dass sie doch sehr hübsche Gesichter haben, sehr interessante Gesichter, nicht diese Standard-Gesichter. Ja? Das finde ich halt einfach so schön mittlerweile. Einige Sims manipulieren dann trotzdem immer wieder am Körperbau rum. Ja, also wie gesagt, das heißt nicht, dass ich es nicht auch gerne habe, dass meine Sims super schlank sind. Das finde ich schon auch schön, weil ne, dadurch haben die halt auch tolle Kleider, die halt auch wirklich perfekt sitzen. Man kann jetzt nicht, also ich meine, gut, ich kann natürlich schon jedem alles anziehen, aber ich würde jetzt einem Sim, der ein bisschen mehr Bauch hat, jetzt nicht unbedingt ständig bauchfrei anziehen wollen. Ja, aber... Dankeschön, Caro. Schön, dass du da bist. Ja, Momo, hör auf jetzt hier, ey. Meiner Meinung nach, man ist erst dick, wenn die Gesundheit darunter leidet. Ja, absolut. Und rede nicht von erblichen Krankheiten oder sowas. Jeder ist so perfekt, wie er ist oder sie ist. Ja, genau. Also das ist auch... Letztens habe ich auch wieder so einen Bericht gelesen. Da hat eine geschrieben, keine Ahnung, dass sie den Body Mass Index abschaffen will, weil... jeder ist perfekt, so wie er ist und so. Und da habe ich auch gedacht, so ja, aber der Body Mass Index sagt ja nicht, wie du aussehen sollst, sondern wie es mit deiner Gesundheit ist. Der ist ja dafür da, um auch die Gesundheit zu messen, ne? Und zu schauen, wie viel Körperfett dein Körper hat, um auch zu gucken, ob du gesund lebst oder halt nicht, ne? Und je nachdem, also ihr solltet alle so leben, wie ihr leben wollt und wie ihr leben könnt und wie ihr lebt. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass es gesundheitlich schwierig ist, klar, dann müsst ihr natürlich schauen oder dann sollten auch eure Leute im Umfeld natürlich mitschauen. Aber solange es euch gut geht, ist das auch alles richtig, ja. Und Kletterfreak, Hallöchen. Genau, vielleicht die neue Freundin von unserem Adoptivsohn. Mal gucken. Danke, Muffin. Ja. Ich habe sowas aber voll, dass wenn ich dabei bin, einen Sim schlank zu machen, denke ich mir halt, warte, ist das nicht gerade falsch? Wie meinst du? Also, meinst du das dann... Also, wie meinst du? Verstehe ich nicht. Ja, genau, Leonie. Ne, macht eure Sim individuell. Guckt, dass sie nicht alle gleich aussehen. Auch gerade, wie gesagt, mit den Gesichtszügen. Würfelt doch auch einfach mal die Nase. Geht hier drauf und würfelt hier oben einfach mal die Nase durch. Es ist doch egal, ob die dann groß oder schmal oder klein oder knubbelig oder nicht knubbelig ist. Es ist komplett wurscht, Leute. Es ist komplett wurscht, okay? Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Guckt mal. Was fehlt mit den Haaren, gell? Was ist denn hier passiert? So, Fitness. Oh, ich nehme halt immer das Gleiche, ne? Ich finde es einfach schön. Wir haben auch eine in unserer Klasse, die etwas mehr auf den Hüften hat. Sie ist auch relativ groß und deswegen denken alle, dass sie nicht gut in Sport ist. Haben sie einmal in einem Basketballteam bekommen, seitdem wähle ich sie immer wieder. Ja, also nur das Gewicht sagt ja auch nichts über deine Sportlichkeit aus. Ne? Also es gibt viele, die auch Kurven haben, aber regelmäßig Sport machen. Also es ist, wie gesagt, Leute, es ist auch... Ne? Ah. Man sollte immer nicht so schnell Schlüsse ziehen, sage ich mal. Ich stehe voll und ganz dazu. Ich bin schon als Kind so gewesen und jetzt...
habe ich noch zwei wundervolle Kinder auf die Welt gebracht. Entweder man mag mich so, wie ich bin und von meiner Art und Co. oder hat halt Pech. So sehe ich das. Genau, Dinolein. Und das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Nur solange es dir halt gut geht, ist das ja das Wichtigste. Ja? Das eine ist nur Optik und das andere ist halt, wie du dich fühlst und ob es dir gut geht. Wenn es dir gesundheitlich gut geht, ist doch super. Das ist doch das Allerwichtigste. Ich war normalgewichtig und grottig im Schulsport. Same. Ich habe nicht meine Teilnehmerurkunde bekommen. Frag mich nicht, ey. Bundesjugendspiele. Einfach nicht gut. Oh. Macht es, Momo. Bis bald. Mach's gut, Girl. Tschüss. Spaß. Statt den Sim schlanker zu machen, lasse ich sie immer mehr Sport machen. Ja, klar. Das ist ja auch das. Das mache ich auch immer, Akemikano, immer. Also wenn ich zum Beispiel eine Geschichte habe, wie jetzt zum Beispiel gerade mit dem Werde-berühmt-Let's Play, da ist es ja so, dass unsere Hazel ja im Rampenlicht steht und perfekt sein will für jeden. Ne? Sie legt da ja wirklich sehr viel Wert drauf, perfekt zu sein. Und bei ihr macht es absolut Sinn, dass ich sie durchs Fitnessstudio jag. Ne? Also die macht richtig Sport, die Maus. Also richtig Sport. Die lasse ich richtig leiden teilweise im Fitnessstudio. Aber halt, weil sie halt auch das Ziel hat, sehr schlank zu sein. Dann soll sie auch was dafür tun in dem Fall, ne? Aber deswegen würde ich nie mit dem Schieberegler irgendwie arbeiten. Sie hat halt früh schon viel Sport gemacht. Deswegen fällt es ihr halt auch leicht, das Gewicht zu halten. Aber das ist für mich, ne? Also, das sieht schön aus. Ja, wobei wir nehmen lieber eine Leggings. Angenehmer, glaube ich. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Und es geht ja bei Sims auch sehr gut, ne? Ich hab gar keine, doch die da. Merk auch oft, dass ich schnell urteile, aber ich versuche mich zu bessern. Und das ist was, das da, wir haben da gestern Abend immer auch schon mal ein bisschen abgedriftet im Chat. Und das ist auch was, es ist ja irgendwie, es ist halt leider in uns drin, dass wir oft denken, oh, die ist aber dünn. Oh Gott, das sieht ja ungesund aus oder so. So, nee, vielleicht ist sie einfach schon immer dünn gewesen. Vielleicht geht es ihr körperlich super. Also, was erlaubt mir zu urteilen, dass sie zu dünn ist? Aber es passiert halt einfach noch schnell, weil wir das so in unserem, wir sind es halt gewohnt. Unsere Eltern haben immer gesagt, Kind, du bist dünn, ess bitte was. Oder, oh, du hast zu viel Schokolade gegessen, du solltest aufpassen, dass du nicht dick wirst. So, ne? Also das war ja immer schon so gewesen und natürlich ist es wichtig, dass die Eltern auf einen achten und dass, wenn sie das Gefühl haben, dass man wirklich zu wenig isst, dass sie einem auch zusprechen, dass du halt mehr isst. So. Aber irgendwie war das immer so, dass wir das gesagt bekommen haben, auch in der Schule und überall werden wir damit konfrontiert, auch heute noch. Und ich glaube, daher passiert es einfach, dass wir schnell sagen, oh, die ist aber dünn, die ist viel zu dünn. Ne? Aber vielleicht ist sie nicht zu dünn. Vielleicht sieht sie einfach nur schlank aus, aber ihr geht's körperlich ja gut. Na, warum urteilen wir darüber? Ja? Schwierig. Würfel oft einfach mein Sim, egal welche Hautfarbe oder Maße der Sim hat oder er oder sie wird auch, wird es, ich mache auch Google Number Generator, wie oft ich würfeln drücken muss. Ja, das finde ich auch cool. Ja. Ja. Ja, das ist doch schön, Kira. Ja, Jani, das sind Schüler. Ja, Senixe auch noch, ne? Es kommt ja auch dazu, dass halt dann wieder das Spiel die Gesundheit damit rein. Meine Mutti ist zum Beispiel super schlank, ja. Und durchtrainiert, weil sie einfach gerne Fitness mag. Hat aber ordentlich breite Hüften, die ihr eine wunderschöne, curvy Figur geben. Ich finde sie schön, so wie sie ist. Und auch ihre Nase ist etwas länger als normal. Das macht sie aber zu einzigartig. Ja, und das finde ich halt so schön, ne? Macht es, Dinolein. Bis dann, Girl. Tschüss. An meiner Genetik. Deshalb möchte ich auch nicht, dass sich jemand mit mir vergleicht. Ja, absolut. Ne, das ist halt immer das. Ja, Kimikado, das ist im echten Leben unrealistisch. Julia, willkommen zurück und Amy, hallöchen. Liebe Sims 4, oh, da bist du bei uns genau richtig. Wir spielen ganz viel Sims 4. So, wir machen jetzt auch mal weiter, dass wir hier mal noch ein bisschen vorankommen. Wir sind schon wieder ein bisschen abgedriftet. Aber vielleicht ist es mal eine coole Challenge für euch, dass wenn ihr den nächsten Sim erstellt, dass ihr vielleicht einfach mal schaut, ob ihr einfach mal würfeln lasst auch den Körper, die Nase, die Augen, den Mund, dass ihr nicht, also selbst wenn ihr einen Sim erstellt, wo ihr denkt, oh, voll hübsch, perfekter Sim, dann würfelt doch nochmal. Verändert doch euren Sim einfach nochmal. Und ihr werdet sehen, dass ihr wunderschöne Sims rausbekommt.
die nicht eine 0815 Nase haben, sage ich jetzt einfach mal. Ja, die dann vielleicht von der Seite auch ein bisschen stupsiger wirkt oder. Einfach mal machen. Was nehmen wir denn? Nehmen halt auch immer die gleichen Klamotten, ne? Aber mir sind diese ganzen Sachen hier, die sind mir alle zu kurz. Ich finde, die sind zu kurz. Ich finde die zu kurz. Das verstehe ich, Anouk. Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht bestärkt haben. Ich hoffe, dass du dich hier immer noch wohlfühlst. Ich hoffe, dass du jetzt nicht irgendwie dich getriggert gefühlt hast von dem Gespräch. Aber so wie ich das jetzt raushöre, glaube ich nicht, ne? Oh, das ist halt auch süß, ne? Aber ich glaube, zum Party-Outfit würde ich ihr irgendwas... Oh, das auch. Ich meine, sie ist eine Teenagerin, ne? Das ist so kurz. Warum sind die immer so kurz? Ich meine, klar, wir können immer noch eine Strumpfhose anziehen, aber ist auch schön. Auch schön. Da benutze ich halt auch immer. Aber die Farbe nicht. Aber das ist eher Winter, ne? Ach komm, wir ziehen hier mal eine Strumpfhose an, schauen, wie schön es aussieht. Aha. Das ist schön, Freudenfeld. Meine Streamzeiten, Teddy, sind eigentlich... Warte mal, ich kann das mal... Ich glaube, wir haben einen Command. Haben wir einen Command? Haben wir nicht, aber ich sag's dir gerne. ich bin eigentlich immer dienstags, donnerstags ab 15 Uhr, Mittwoch, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr hier. Also eigentlich jede Woche gleich. Oh, Ace, du hast einen Command dafür. Oh, gut, danke. Hast du ja aus der Liste raus, ne? Ja, ja, ich dachte, wir haben vielleicht einen Command. Ich bin nicht sicher. Danke. Haben wir gar keinen, gell? Hm. Na ja. Wie schön, Emmy, danke schön. Und Mamilein, Hallöchen. So, noch schöne Schüchen? Was nehmen wir da? Hellblau? Oh ja, guck mal. Dann machen wir noch schwimmen? Oh, dieses... Was ist das denn hier? Ich weiß es nicht. Da ist irgendwas auf die Haare gegangen. Oder soll ich dir einen anlegen? Weißt du was? Ich mache das einfach auf mein Stream Deck. Das habe ich vorhin mit dem Ausrufezeichen Sims Hilfe auch gemacht. Ich speichere das auf dem Stream Deck. Und dann kann ich, wenn das mal der Fall ist, dass ich das gefragt werde und ihr seid nicht da, dann kann ich das auslösen. Streamzeit. Guck mal, warte mal, ich probiere es mal. Ja, guck mal. Regulär streamt Sandra. Warte mal, jetzt muss ich ihn aber umschreiben. Streame ich. Ach, ist auch egal. Oder? Nee, das ist komisch. Aber, nee, das ist komisch, wenn da steht stream. Nee, ist egal. Ihr wisst es doch. Nee, Custom Content, Emmy, ist kostenlos. Das kannst du dir runterladen. Also Custom Content, genauso wie Mods, die kannst du dir auch kostenlos runterladen. Es kommt da ein bisschen drauf an, wo du dir die runterlädst. Bei The Sims Resource kannst du kostenlos shoppen. Du kannst ja mal schauen, wie man sowas installiert generell, also Custom Content. Ja, danke. Ich bin froh, dass ich meine Sachen alle im Griff habe. Und, Galen, willkommen im Stream, Hallöchen. Was soll los sein? Wir stylen gerade einen Sim um. Und wenn wir gleich fertig sind, gehen wir, hoffe ich, dass er sich vielleicht in sie verliebt. Das wäre sehr schön, weil dann haben wir nämlich seine Beziehung geklärt. Einfach mal ganz kurz, Beziehung gerettet. Das wäre schon schön. Geben wir noch ein Sommeroutfit? Hm.
willkommen zurück. Vielleicht die neue Freundin von unserem Sohn. Mal gucken. Ach, Ace. Ihr seid für so viel mehr noch da. So viel könnte ich gar nicht aufzählen. So viel könnte ich gar nicht aufzählen. Oh, das sieht schön aus, oder? Danke, Nati. Oh, schon schön. Komm. Wir haben es ja auch eilig. Oh, Lady Magic, sorry. Ich sehe eben erst dein Follow. Vielen, vielen Dank dir noch. Dankeschön. Also die Townies, ey, wie die manchmal rumrennen, ist auch einfach anders wild, gell? Guck mal, Handschuhe, Ringe. Ganz schlimm. Zum Glück habe ich das mittlerweile geändert, ne? Mal gucken, ob das jetzt auch ankommt bei allen Sims. Ja, genau, PS4 geht's, glaube ich, geht's definitiv nicht. Nicht nur, glaube ich, also auf der PS4 geht's leider nicht mit Custom Content und Mods. Aber auf dem PC geht's, genau. Na, das wäre doch schön dann. Das wäre doch schön. Rot steht die halt gut mit ihren Haaren, ne? Aber lila ist auch schön. Ah. Oh, die schöne Hose. Ich glaube, die war schon schön. Ohne die ganzen Risse, weil es Winter, dann soll man nicht in den Knien frieren. Hm. Zieh denen doch eh wieder die gleichen Schuhe an. Mhm. Nochmal schwarz. Bienchen, Hallöchen. Bin nach einer Woche Frankreich und einer Woche Italien auch endlich mal wieder da. Wie war's? Erzähl. Hattest du eine schöne Zeit? Der Hintergrund ist Custom Content. Das ist der, den ich aktuell habe. Du kannst einfach das in deinen CC-Ordner mit reinschieben und dann ersetzt er sich automatisch. Aber ich werde ihn demnächst auch wieder ändern. Ich habe nämlich Bock auf einen neuen Hintergrund. Ich habe schon ein paar rausgesucht, tatsächlich. So, wir sind jetzt mal fertig, Leute. Wir speichern mal. Und Horst, die Hallöchen. Mach das, mach das, mach das. Wir speichern jetzt erstmal. Und willkommen zurück, Linta. So. Werden wir hier noch 20 Minuten was schaffen, ne? Bisse. Weil man diese Muskeln ganz erkennen. Ja. Kontrolle auf Mike umschalten. Gehen wir mal zurück zu ihm. Ja, voll, Emmy. Also da kann man auf jeden Fall noch ein paar Sachen nachrüsten, sage ich mal, mit Mods und Custom Content. Aber mittlerweile auch jetzt durch das kostenlose Säuglings-Update und so hat sich ja schon echt viel geändert, ne? Das ist schon super. Sehr schön. Halten wir die Party in Gang. Ja, klaro, Aftershow-Party, Leute! Aftershow-Party! Bis auf die ganzen Streiks und Proteste in Italien war sehr schön, vor allem das Wetter. Oh, das glaube ich dir. Wie schön. Schön, dass du zwei tolle Wochen hattest. Also eine zweite wahrscheinlich besser als die erste, aber schön. Hört sich doch gut an. Speichern ist ein good point, ja. Ja. Und Gabba Blade, Hallöchen. Ich speichere mal. Das ist ein guter Point. Ist ein guter Point. Vanessa ist nicht mitgekommen. Vanessa, come on. Als normal empfunden, okay. Da ist sie. Dann quatschen wir jetzt einfach mal. Hey!
Nee, nicht mit der Michaela. Wir wollen nicht mit der... Nein! Ja. Oh, wie schade, Susanne. Danke für deinen Reminder. Wie ärgerlich, ey. Das kommt mit einer Mod mit der Realistic Life and Pregnancy Mod müsste das sein. Müsste in der Modliste mit dabei stehen, mit was die Attraktivitäten kommen. Kannst du nochmal reinschauen? Wir unterhalten uns jetzt mal ein bisschen mit ihr. Meine Mama sagt auch immer, dass es auf PC viel einfacher ist. Sie hat nämlich früher, als sie noch jung war, gespielt. Oh, schön! Bestimmt auch die anderen Sims-Teile dann, Emmy, oder? Ob sie jetzt gehen will? Ich rede hier gerade mit einer Freundin. Wonderful Wims? Oh, da so durcheinander. Aber einfach mal in die Modliste schauen. Da steht's ja auch immer noch mal dabei, extra. So, jetzt gucken wir mal. Oh, wir haben uns schon umarmt. Das ist super. Können wir tanzen? Sims 3, oh schön. Ich kenne auch Sims 1, oh. Also wenn Sims 3 nicht so Probleme machen würde, würde ich echt gern wieder spielen. Ich hatte letztens wieder richtig Bock. Vielleicht plane ich, dass wir die nächsten ein, zwei Wochen mal wieder ein, dass wir wieder ein bisschen Sims 3 spielen. Ich will nämlich mit unserer Pferdefarm weiterspielen. Also wir sind halt Freunde, aber irgendwie ist da noch nicht so viel mehr passiert. Ich versuche jetzt noch einmal zu flirten. Und? Was sagst du denn? Wir kennen uns schon ewig, seit dem Kindergarten. Nein, also, ach, das spricht der Alkohol aus dir. Und er geht nach Hause und denkt sich so, oh Mann, scheiße, war wohl nix. Ja, ist er jetzt ein bisschen traurig, ne? Sims 2, hab gerne das Weihnachtspack gespielt. Ja, ich habe auch noch hier. Ja, er muss mal duschen. Er stinkt vor allen Dingen schon wieder. Er stinkt die ganze Zeit. Du kannst einfach hier auf den Link klicken, den ich gerade gepostet habe. Der stinkt die ganze Zeit, Leute. Er ist ein reiner Stinker. Okay, aber dann würde ich sagen, morgen... Ja, komm, wir gehen jetzt erstmal alle ins Bett bringen. Die sind ja super müde. Er soll mal duschen gehen. Und schlafen. Oh, wir haben... Nee, wir haben kein Bett so wenig. Da ist auch noch ein Zimmer. Gott. Kannst du hier schlafen? Und du kannst hier schlafen. Geht mal alle ins Bettchen. Und Mike geht jetzt duschen und dann auch ins Bett. Er ist super müde, ey. Aber ich glaube, er sollte vielleicht doch nochmal vorher pieseln gehen. Was denn? Du bist ja noch wach. Und wie war der Abschlussball? Oh, war ganz gut, danke. Oh. Und schon wieder ein Kind gekriegt. Frühlingsanfang! Wupp, wupp. Ah. Windel von Ben wechseln und freundlich sein zu Mike. Schön. Außerdem, wo kommst du denn her? Warst du schon schwimmen gewesen? Kann sein, gell? So, ich würde sagen, dass wir jetzt mal speichern. Ralf, nein, keine Zeit. Ribbo! Ribbo! Ja, wenn du noch ein bisschen mehr Pfeffer reinmachst, schmeckt es besser. Der Pfannkuchen.
Mika, willkommen zurück. So, meine Lieben, ich speichere jetzt nochmal. Und ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle hier morgen weitermachen. Ich bin froh, dass Nadja jetzt zum... was ist sie geworden? Kind geworden ist. Dadurch wird es jetzt auch wieder ein bisschen einfacher. Wir haben jetzt keinen Säugling mehr im Haushalt. Wir haben nur noch ein Kleinkind im Haushalt. Und ich glaube, dass es für Mike schön ist, wenn er mit ihr zusammenkommen würde. Vielleicht müssen wir uns dann noch ein bisschen mehr Mühe geben, weil bisher, wie gesagt, die kennen sich einfach schon lange, sind schon lange befreundet, aber bisher ist da irgendwie noch nicht so viel passiert. Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir da noch ein bisschen Liebe streuen, sage ich einfach mal. Ich beende jetzt erstmal die YouTube-Aufnahme. Vielen, vielen Dank an alle von euch, die über YouTube zugeschaut haben. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Gerne bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, ihr Lieben. Bye.